Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie willkommen heißen zu einer Veranstaltung der Gesellschaft für Informatik Rhein-Main. Das Thema heute ist Hessen, Informatik in der Schule bundesweit auf dem letzten Platz. Muss das sein? Und ich möchte Ihnen kurz die Gesellschaft für Informatik vorstellen. Und zwar, wer ist die oder was ist die GI? Die GI ist die Gesellschaft Informatik, ist eigentlich der älteste Verband, der sich mit dem Thema Informatik beschäftigt. Wir decken alle Themen ab im Rahmen der Informatik, Arbeitskreise, Beiräte, beziehungsweise wir haben 14 Fachbereiche mit über 150 Fachgruppen und auch 30 Regionalgruppen. Und eine der Regionalgruppen ist die Gesellschaft für Informatik Rhein-Main. In Hessen gibt es auch noch die Gesellschaft für Informatik Regionalgruppe Mittelhessen. Der Herr Wüst zum Beispiel ist heute aus der Regionalgruppe Mittelhessen da und wir haben auch eine nordhessische Regionalgruppe, die in Kassel angesiedelt ist. Das sind einige unserer Fachbereiche und natürlich haben wir auch einen Fachbereich, der sich mit der Informatik und Ausbildung und der Didaktik in der Informatik beschäftigt. Hier sehen Sie die verschiedenen Regionalgruppen, wie gesagt, ca. 30 und Hessen ist mit der zweitgrößten Regionalgruppe in der Bundesrepublik mit Rhein-Main hier vertreten. Wir haben über 1700 Mitglieder. Wir versuchen die Informatik zu fördern durch interdisziplinären Austausch. Durch interdisziplinären Austausch, alle Facetten der Informatik darzustellen, zeitgemäßes Bild zu schaffen und natürlich auch die Förderung des Nachwuchses für die Informatik. Und da müssen wir ja heute relativ früh anfangen. Und natürlich auch die Förderung der Frauen in der Informatik haben wir uns auch auf die Fahne geschrieben. Informatik bewegt, Informatik ist Zukunft, wir sind Informatik. Das Thema heute, wie gesagt, ist Informatik in der Schule in Hessen. Wir haben folgende Teilnehmer in unserem Podium. Das ist einmal der Herr Christopher Textor, der Abteilungsleiter der schulfachlichen Abteilung 3 im Hessischen Kultusministerium. Dann haben wir die Frau Anja Reul, auch aus dem Hessischen Kultusministerium. Der Herr Horst Kötter, auch aus dem Hessischen Kultusministerium. Dann Herr Professor Andreas Dengel. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt noch nicht in der Teilnehmerliste gesehen, aber ich gehe mal davon aus, dass er da ist. Er ist von der Goethe-Universität Frankfurt und zwar ist er dort Professor für Informatik-Didaktik. Dann haben wir den Herrn Privatdozent Wendland. Er ist der Leiter der Fachgruppe Hessische und Rheinland-Pfälzische Informatiklehrkräfte und den Herrn Studiendirektor AD, Herrn Wehrheim, der auch in dieser entsprechenden Fachgruppe ist. Ich gehe jetzt noch mal kurz auf die einzelnen Teilnehmer ein. Mein Name ist übrigens Steffen Schilke. Ich bin der Sprecher der Regionalgruppe Rhein-Main und moderiere seit circa 2 Jahren die monatlichen Online-Streams der Gesellschaft für Informatik Rhein-Main. So, Herr Textor ist der Abteilungsleiter. Seine Abteilung ist zuständig für allgemeinbildende und berufliche Schulen, für lebensbegleitendes Lernen, Themen der Kultusministerkonferenz, für die Bildungssprache Deutsch, für schulische Integration, Fremdsprachen, MINT und das Bildungsmonitoring. Dann haben wir die Frau Reul. Sie ist Referatleiterin für digitalen Unterricht, Lehrmittelfreiheit und die Zulassung von Bildungsmedien. Dann haben wir den Herrn Horst Kötter. Seine Abteilung ist Haushalt, Ressourcensteuerung, Statistik, Lehrkräfteversorgung und er ist Referatsleiter für Lehrkräftebildung, Aufsicht über die Hessische Lehrkräfteakademie und für die Qualitätsoffensive Mathematik. Und Herr Professor Dengel ist, wie gesagt, Professor für Didaktik in der Informatik an der Goethe-Universität. Sein Forschungsgebiet befasst sich mit Medieneinsatz im Informatikunterricht, besonders Computer Science Unplugged-Ansatz und das Lernen mit immersiven Medien wie Virtual und Augmented Reality. Er war in der Vergangenheit zentral bei der Entwicklung des Curriculums Digitale Welt und den LehrerInnenfortbildungen beteiligt. Dann haben wir den Herrn Privatdozent Matthias Wendland. Er ist Sprecher der Fachgruppe der GI für die hessischen und rheinland-pfälzischen Informatiklehrer. Er ist Verantwortlicher für die Lehramtsausbildung für das Fach Informatik an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Gehört also eigentlich in die Richtung unserer mittelhessischen Regionalgruppe. Und seit 2008 bis 2013 war er Lehrkraft am Wilhelm-von-Oranien-Gymnasium in Dillenburg. Und last but not least den Herrn Wehrheim, er ist der stellvertretende Sprecher der Fachgruppe Hessische und Rheinland-Pfälzische Informatiklehrer in der GI. Ich werde da jetzt auch gleich noch die entsprechenden Links in den Chat posten. Aber bevor wir jetzt weitermachen, möchte ich Ihnen gern die Präsentation des Hessischen Kultusministeriums
zeigen und ich übergebe jetzt an die Kollegen, damit sie die Präsentation steuern können. Also mir sagen können, wann ich weiterschalten soll. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Guten Abend in die Runde. Vielen Dank für die Einladung, dass wir heute unser Schulfach vorstellen können. Wir möchten Ihnen heute gemeinsam mit dem Professor Dengel in einer kurzen Präsentation etwas über den in Hessen seit diesem Jahr laufenden Schulversuch, die digitale Welt, berichten. Es gibt natürlich viele Herausforderungen im Bereich der digitalen Bildung, aber auch in der Gesellschaft weltweit. Und wir haben uns in Hessen diesen Herausforderungen natürlich angenommen und ab diesem Schuljahr ein neues Schulfach eingeführt, das Informatik lösungsorientiert mit zwei anderen Fachbereichen, nämlich der Ökonomie und der Ökologie, verbindet. Wir haben das Schulfach als Pilot eingeführt und es trägt den Titel Digitale Welt, also nicht Informatik, sondern weil es natürlich noch andere Fachbereiche inkludiert, haben wir es Digitale Welt genannt. Wir nehmen, das haben Sie auch in Ihren Ankündigungen schon geschrieben, bundesweit damit eine Vorreiterrolle ein mit diesem Fach und wollen natürlich die Schulen ermuntern, ihre Expertise und Unterstützung hier einzubringen, um dieses doch sehr anspruchsvolle, aber auch enorm spannende Pilotprojekt zum Erfolg zu führen. Wenn Sie auf die nächste Folie gehen könnten, Herr Schieke, da habe ich eine kleine Tagesordnung für uns zusammengesetzt, was wir jetzt kurz präsentieren. Im Folgenden wollen wir Ihnen erläutern, welche Zielsetzungen und Inhalte das Unterrichtsfach Digitale Welt umfasst, mit welchen Schritten diese Umsetzung im neuen Fach geplant ist. Und wir werden etwas über die Fortbildung für die Lehrkräfte berichten. Ich habe auch eben im Vorfeld gesehen, wir haben eine Lehrkraft und eine Schulleitung heute im Plenum, die vielleicht auch da noch was berichten könnten. Und zum Abschluss geben wir noch einen Einblick in die Rückmeldungen der Lehrkräfte aus der letzten Fortbildung und natürlich auch einen Ausblick, wie ist das weitere Vorgehen geplant. Wenn wir auf die nächste Folie gehen, fange ich mal mit den Zielsetzungen des Faches Digitale Welt an. Das Fach Digitale Welt vereint, wie ich es eben schon gesagt habe, nicht nur die Informatik, sondern noch zwei andere Fachgebiete. Und hervorheben wollen wir natürlich, dass diese drei Wissenschaftsgebiete für unsere Gesellschaft von höchster Relevanz sind. Natürlich werden die drei Themen, allem voran die Informatik, abgestimmt zusammengeführt. Und dabei werden nicht nur die Handlungsfelder Unterricht und Pädagogik, aber auch vor allem digitale Kompetenzen in den Mittelpunkt gestellt. Denn das neue Unterrichtsfach zielt darauf ab, dass die Potenziale der Digitalisierung genutzt werden und die Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzen, die wirtschaftliche Entwicklung unter der Digitalisierung und dem durch Digitalisierung gesteuerten Ressourcenverbrauch und der wirtschaftlichen Entwicklung zu erkennen und dies auch später nachhaltig einsetzen zu können. Das ist sehr ambitioniert. Wir merken das auch bei den Rückmeldungen jetzt aus den Schulen, weil wir sind mit allen Schulformen gestartet. Wir sind mit Hauptschulen, Realschulen und Gymnasialklassen gestartet. Wir wollen natürlich, dass die Schülerinnen aus allen Schulformen vorbereitet werden auf das Leben in einer digitalisierten Gesellschaft. Und da ist natürlich die Grundkenntnis vor allem der Informatik als Taktgeber unabdingbar aus unserer Sicht. Und die Informatik dient ja als Grundlage für fast alle Problemlösungsstrategien in der Welt. Und aus dem Grund hat auch die Informatik einen ganz liegt ein großer Schwerpunkt auf der Informatik. Wenn wir auf die nächste Folie gehen, es ist so, wir handeln jetzt nicht einfach so, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt was ganz anderes machen, sondern wir stützen uns natürlich auch auf die Umsetzung des Faches, auf die Empfehlungen der KMK. Gemäß KMK-Strategiepapier leisten wir mit unserem Fach, so denken wir, einen wichtigen Beitrag zur Vermittlung von Medienkompetenzen in der Verbindung mit anderen Fachbereichen und auch beim Bedienen digitaler Systeme. Das Schulfach Digitale Welt ist nicht so, dass wir das vorgeben jetzt im Lehrplan und sagen, so müsst ihr es jetzt machen, liebe Schulen, sondern das ist ganz agil und handlungsorientiert konzipiert.
Das heißt, dass alle Beteiligten, natürlich die Lehrkräfte, aber auch die Kooperationspartner wie der Professor Dengel von der Uni Frankfurt und das Hasso-Plattner-Institut, aber auch wir über alle Abteilungen im Ministerium gemeinsam Inhalte, Curriculum und die Unterrichtsmaterialien des Faches weiterentwickeln, wobei natürlich den Lehrkräften an den Pilotschulen eine ganz zentrale Rolle zufällt. Denn die können jetzt die Expertise in das Fach einbringen, diese in der Praxis ausprobieren, aber natürlich auch uns Rückmeldungen geben, was geht und was geht gar nicht, weil sie direkt das ausprobieren natürlich tagtäglich. Und ein gutes Beispiel für diese Kooperation ist die Handreichung, die wir gemeinsam mit dem Professor Dengel und dem HPI entwickelt haben. Die Handreichung dient jetzt vorerst den Pilotschulen bei der alltäglichen Umsetzung in der Praxis. Und wir haben unheimlich viele Rückmeldungen schon bekommen von Lehrkräften, die gesagt haben, das können wir so in der Schulform, in der wir unterrichten, nicht umsetzen. Das muss anders sein, das nehmen wir auf. Wir werden jetzt sind jetzt gerade dabei, mit unseren Kooperationspartnern die Handreichungen nochmal zu überarbeiten und bitten jetzt die Schulen auch die Rückmeldung uns nochmal zu verschriftlichen und zurückzuspielen, damit wir das dann aufnehmen. Es ist geplant, die Handreichung vor den Sommerferien für alle Lehrkräfte und alle Schulen zu veröffentlichen. Und wir haben ganz viel Unterrichtsmaterialien. Also die Lehrkräfte haben unheimlich viele Unterrichtsmaterialien entwickelt, gemeinsam auch mit Professor Dengel. Und ja, Professor Dengel als einer der Kooperationspartner wird natürlich jetzt auch in der Präsentation einiges zu sagen haben. Deshalb haben wir uns so ein bisschen aufgeteilt. Herr Professor Dengel übernimmt den Informatikanteil. Und wenn wir jetzt auf die nächste Folie 5 gehen, würde ich an den Professor Dengel übergeben, der uns dann die Zielsetzung des digitalen Fachs in Verbindung mit der Informatik vielleicht sehr gut erklären kann. Ja, hallo zusammen, ich grüße Sie alle ganz herzlich. Genau, ich hatte unter den gegebenen Rahmenbedingungen, die gerade eben vorgestellt wurden, eben das Vergnügen, hier mit bei der Entwicklung dieser Handreichung mit dabei zu sein. Und die Rahmenbedingungen, wie man sie hier eben sieht, waren, okay, vom Hessischen Kultusministerium wurde gewünscht, dass man ein neues Fach einführt, das grundlegend auf der Informatik basiert, auf dem Fach Informatik, allerdings sich direkt mit zwei Anwendungsgebieten aus dem ökonomischen und dem ökologischen Bereich vernetzt, gerade natürlich in Richtung Bildung für nachhaltige Entwicklung. Auf der nächsten Seite sieht man dann auch gleich, worauf wir das Ganze eigentlich aufgebaut haben. Also unter diesen gegebenen Rahmenbedingungen, wir wollen dieses Fachkonglomerat haben, dass man eben die Informatik direkt mit diesen zwei ganz spezifischen Anwendungsgebieten zusammenbringt. Haben wir ein bisschen rumüberlegt, naja, auf welcher Grundlage machen wir das denn sinnvoll? Da hat sich für uns das Darkstuhl-Dreieck von der Gesellschaft für Informatik direkt angeboten, wo man dann gesagt hat, wir haben auf der einen Seite diese technologische Perspektive, also ich glaube, ich erzähle hier jetzt eigentlich niemandem was Neues, wenn ich das Darkstuhl-Dreieck vorstelle, wir haben auf der einen Seite die technologische Perspektive, wo wir so ein bisschen den Blick unter die Motorhaube haben und uns danach fragen, wie funktioniert das eigentlich? Ich sage mal, das ist so die kerninformatische Perspektive, dann die anwendungsbezogene Perspektive, wie nutze ich ganz konkrete Medien für meine eigenen Zwecke und dann noch die gesellschaftlich-kulturelle Perspektive, die Wechselwirkungsperspektive, wie wirkt das eigentlich auf mich, auf die Gesellschaft und auch auf meine Umwelt, wo dann natürlich dann die ökologischen und ökonomischen Perspektiven mit reinkommen. Hier steht jetzt auch digitale Bildung mit einem Fokus auf informatische Bildung. Das heißt, die informatische Bildung soll ganz zentral mit in diesem neuen Fach mitgedacht werden und ist auch das Leitfach dahinter. Digitale Bildung soll hier entsprechend noch ein bisschen breiter greifen und auch wenn ich weiß, dass das bei DidaktikerInnen sehr oft zu Kämpfen führt, auch tatsächlich Perspektiven der Medienpädagogik und der Anwendung auch mitdenken, gerade auch, weil man eben während Corona auch gut gemerkt hat, naja, womit verbringt man denn die allererste Zeit? Die allererste Zeit wird nicht damit verbracht werden können, direkt ins Programmieren einzusteigen oder wie auch immer, sondern erstmal die erste Zeit wird damit verbracht, naja, 4 Wochen lang zu erklären, wie man Passwörter eingibt, 4 Wochen lang zu erklären, wie man eine Tastatur bedient. Und daher haben wir uns ausnahmsweise mal dazu entschlossen, tatsächlich auch wirklich die anwendungsbezogene Perspektive in ein Schulfach mit zu integrieren. Es wird immer sehr oft gefordert, hey, das müssen andere Schulfächer leisten, das kann nicht Teil eines Unterrichtsfachs sein, aber auf der anderen Seite ist dann die Frage, naja, wer soll es denn leisten? Und da haben wir hier jetzt mal in diesem Pilotversuch tatsächlich auch die Anwendungsperspektive zusätzlich
zu der Wechselwirkungsperspektive mit den ökonomischen und ökologischen Perspektiven, aber auch der konkreten Kerninformatik, also der technologischen Perspektive, mit untergebracht. Auf der nächsten Folie. Entschuldigen Sie bitte, im Chat kam eine Frage, wie oder warum die Ökologie damit spielt. Vielleicht können Sie da kurz drauf eingehen, als Verständnisfrage. Ich kann hier ein bisschen was dazu sagen, aber ich glaube, da gebe ich gleich weiter ans Kultusministerium. Tatsächlich, wie die Ökonomie und Ökologie mit reinspielt, ist, dass es vor allem in den Projekten, also es ist ein sehr Projekt oder ein Fach, das sehr stark auf die Projektmethode aufbauen soll, sehr stark auf der Projektmethode basieren soll, dass die Projekte, die umgesetzt werden, so gut es geht, einen Bezug zum Beispiel zu den Nachhaltigkeitszielen haben sollen. Also das sind quasi, welche Anwendungen wollen wir jetzt umsetzen in diesem Fach? Das kommt aus der Ökologie, aus der Ökonomie. Aber ich glaube, da können die VertreterInnen vom Kultusministerium noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ja, vielleicht von meiner Seite nochmal zu ergänzen. Herr Professor Dengel hat es ja dargestellt. Wir haben eigentlich hier mit der digitalen Welt die Zielsetzung, dass die Informatik der Transmitter ist, sozusagen die Probleme unserer Gesellschaft, die im ökonomischen und ökologischen Bereich auftreten, dann ja Lösungsansätze auch zu finden. Und deswegen ist es aber auch ganz klar, die Informatik ist hier die informatorische Grundbildung der Schwerpunkt. Aber so wie Herr Professor Dengel es gesagt hat, halt meistens über Projekte dann lösungsorientierte Ansätze zu finden. Und das kann jetzt sicherlich auch Frau Reul noch mit konkreten Beispielen auch aus unseren Schulen dann auch belegen. Also ich kann mich noch gut erinnern an die Freier von Steinschulen in Dauber. Die haben zum Beispiel dann programmiert, dann für einen Hühnerstall auch bestimmte Tageszeiten, wie das funktioniert, oder Rasenmäher. Da soll das natürlich noch sehr stark auf den ökonomischen, ökologischen Bereich hingehen. Ja, ich kann das vielleicht ergänzen. Das kam aus dem Kreis der Schulen an uns auch herangetragen. Wir sehen das. Freitags ist Friday for Future und nicht Friday for Digitalization, wenn man das jetzt so sieht. Also es ist natürlich klar, dass die Ökologie auch die Schüler jetzt bewegt. Ja? Also wir haben den Ansatz gewählt, auch die Ökonomie und die Ökologie genauso wie die Informatik hineinzunehmen, weil sich damit die Möglichkeit eröffnet, das Fach Informatik mit Hilfe von praktischen Beispielen, die Schüler bewegen, in anderen Fächern aufzuziehen. Das heißt, wir versprechen uns eigentlich davon, dass auf diese Weise der Informatikunterricht für viele Schüler anschaulicher wird. Und das wird uns auch zurückgemeldet, dass viele Mädchen, also ich habe am Anfang ja gehört, dass sie da auch Mädchen und Frauen in Informatik befördern oder das fördern. Und es wurde uns zurückgemeldet, dass dann die Informatik nicht als trockenes Fach für sich alleine stehen würde, sondern dass wir praktisch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, denn alle drei Fächer sind, und an erster Stelle natürlich die Informatik, sind heute unverzichtbare Bildungsinhalte. Auch die Ökonomie und auch die Ökologie. Und deswegen haben wir die mit aufgenommen. Vielen Dank, Herr Professor Dengel, wenn Sie mit Ihrer Präsentation bitte fortfahren würden. Genau, ich habe jetzt den Chat leider nicht im Blick, aber wenn da direkt Nachfragen sind, dann können Sie das vielleicht einfach direkt an mich weitergeben. Ja, also dafür für die erste, also als erste Orientierungshilfe haben wir eine Handreichung geschrieben und der Pilotversuch Digitale Welt wird jetzt gerade in der 5. Jahrgangsstufe ausprobiert und soll dann auf die 6. Jahrgangsstufe ausgeweitet werden. Ja, also die Lerninhalte konkret werden in Form eines Spiralkurriculums behandelt. Das heißt, wir werden einmal diese 4 Themenbereiche, die gleich auf der nächsten Folie dann zu sehen sind, einmal durchlaufen in der 5. Klasse und dann in der 6. Klasse werden diese Themenbereiche direkt nochmal durchlaufen, um die dann auch zu überführen, vielleicht später in ein, in das Fach Informatik dann, ich sag mal, ab der 7. Klasse. Ob das dann passiert, hängt natürlich noch bei den VertreterInnen des Kultusministeriums dann, aber das wäre so mein Wunsch. Wenn man sich Themenbereiche auf der nächsten Folie jetzt anschaut, dann sieht man, dass die eigentlich sehr stark auf den inhaltsbezogenen Kompetenzen der Bildungsstandards für Informatik eben basieren. Wir haben auf der einen Seite, also quasi wir steigen ein mit Kindern, die
Sie wissen es ja, die direkt aus der Grundschule kommen, die aus ganz heterogenen Vorerfahrungsbereichen kommen, also die selbst ihre eigene Erfahrung mit digitalen Geräten gemacht haben, in unterschiedlichen Ausmaßen. Wir wollen also einsteigen mit dem Thema, naja, was ist denn überhaupt so ein digitales Gerät? Woraus besteht eigentlich jedes digitale Medium? Was haben die alle miteinander gemeinsam? Das heißt, wir steigen da unter anderem zum Beispiel mit dem EVA-Prinzip ein. Wir schauen uns an, welche Hardware-Komponenten sind denn in jedem digitalen Medium vertreten? Und was hat das mit dieser Eingabeverarbeitung, Ausgabe eigentlich auf sich? Da bietet sich zum Beispiel an, dass man einfach mal wirklich einen Computer aufschraubt und sich anguckt, was ist da eigentlich drin, und dann auch identifiziert, wo finde ich genau diese Komponenten, zum Beispiel in meinem Smartphone, zum Beispiel in meinem intelligenten Rasenmäher, in meinem Kühlschrank und so weiter. Das ist wirklich das, wir wollen die SchülerInnen da abholen, wo sie eigentlich herkommen, aus ihrer Erfahrungswelt, und sozusagen unten durch einen Blick unter die Motorhaube so ein bisschen diese Perspektive auf digitale Medien stärken. Das ist dann so vor allem diese technologische Perspektive, gleich verbunden aber auch mit der anwendungsbezogenen Perspektive. Und hier geht es dann auch tatsächlich, wie gesagt, darum, dass man diese digitalen Medien anwenden kann, aber auch sieht, in welchen Anwendungsbereichen, wer finden wir die denn in unserer Gesellschaft? Wo finden wir digitale Medien in unserem Alltag? Da kann man zum Beispiel in der 5. Klasse da mal rumlaufen und einfach sich den Tag über notieren. Wo sind denn jetzt überall diese digitalen Medien drin? Was unterscheidet jetzt ein analoges Medium von einem digitalen eigentlich? Genauso dann auf der gesellschaftlich-kulturellen Perspektive die Frage, naja, wie beeinflusst mich das denn jetzt? Wir hatten in einer ersten Iteration mal überlegt, dass wir das Ganze wirklich mit medialen Bedürfnissen koppeln, dass man sich, dass sich die Kinder selbst reflektieren, wofür verwende ich eigentlich Medien, aber auch in die Richtung Ökologie und Ökonomie, woraus besteht das Ganze im Sinne von, wie wird das Ganze hergestellt und was für Auswirkungen hat das denn auf die Umwelt und auch auf die Wirtschaft. Dann geht's weiter im nächsten Themengebiet, Repräsentation von Informationen. Da geht's eben vor allem darum, wir haben jetzt kennengelernt, woraus besteht eigentlich so ein digitales Medium. Und jetzt die Frage, was passiert eigentlich innen drin? Diese Frage nach dem, der Computer versteht eben nur Strom an und Strom aus. Und wie können wir nur durch dieses Strom an, Strom aus, wie können wir dadurch verschiedene Informationen darstellen? Ich meine, da werde ich jetzt auch hier in dem Kreis wohl nichts Neues erzählen. Da gibt's, also gerade hier gibt's auch sehr viele tolle Aktivitäten, die man auch komplett ohne digitale Geräte machen kann mit diesem Computer Science Unplugged Ansatz. Allgemein wird in den ersten beiden Themenbereichen, ist zumindest so angedacht, dass in den beiden Themenbereichen eben noch nicht oder nur, wenn es die Lehrkräfte direkt wollen, programmiert wird, sondern dass hier vor allem haptisch direkt gearbeitet wird. Weiter geht's dann mit Grundlagen der Programmierung. Eng verknüpft mit dem Inhaltsbereich Algorithmen eben, wo es dann wirklich um die grundlegenden Bausteine von Algorithmen geht. Angedacht ist jetzt mal, dass hier so die grundlegenden Bausteine von Algorithmen noch ohne Variablen gemacht werden und dass das Variablenkonzept dann erst in der 6. Klasse eingeführt wird, aber auch das ist eben noch in der Überlegung, das muss jetzt eben ausprobiert werden, wie gut sich das mit den verfügbaren didaktischen Werkzeugen umsetzen lässt. Also hier wirklich grundlegende Bausteine von Algorithmen und danach geht's dann weiter. Und sozusagen so baut das auf. Wir lernen die Medien erstmal ganz von innen heraus kennen, schauen uns an, wie werden Informationen repräsentiert, wie werden diese Informationen dann verarbeitet unter Berücksichtigung der Bausteine von Algorithmen. Und dann im nächsten Schritt, okay, wir haben jetzt aber nicht nur Medien, also wir haben nicht nur ein digitales Gerät alleinstehend, sondern wir wollen diese Dinger ja auch vernetzen. Und da geht es dann um das Thema, was nutzen die Kinder denn auch schon im Internet? Und genau, hier ist zum Beispiel so, es soll in der 5. Klasse eher um das Internet als physische Struktur gehen, wo es dann in der 6. Klasse weitergeht mit World Wide Web und auch mit Suchmaschinen, soziale Netzwerke und so weiter. So, auf der nächsten Folie. Da sieht man jetzt mal so einen kleinen Ausschnitt aus den Inhalten. Da werde ich jetzt gar nicht so genau drauf eingehen, einfach nur dieses Themenfeld digitale Medien, digitale Geräte, digitale Artefakte. Wir sind uns da auch bei der Namensgebung, die ist auch noch nicht in Stein gemeißelt. Das sind eben solche Fragen, naja, woraus besteht ein Computersystem aus der technologischen Perspektive? Wo verwenden wir Computersysteme und auch wie verwenden wir sie aus der Anwendungsperspektive? Und aus der gesellschaftlich-kulturellen Perspektive ganz stark eben dieses, naja, warum verwenden wir denn überhaupt diese digitalen Artefakte und welche Folgen hat denn deren Nutzung für uns selber und auch für unsere Umwelt? Und wie gesagt, hier Projektmethode als eine der leitenden Methoden, wie es ja auch im Informatikunterricht auch ist, dass man hier verschiedene Projekte umsetzen kann.
So, genau. Das war soweit mal das Beispiel für die Inhalte. Dann auf der nächsten Folie. Genau. Da kann ich jetzt... Da kann ich gerne übernehmen, Andreas. Genau, wunderbar. Wir wollten uns ja dann ein bisschen abwechseln auch. Ja, bei der Umsetzung des Schulversuchs in Hessen haben wir ja gesagt, das ist erstmal ein Pilot. Wir haben mit zwölf Pilotschulen gestartet in der Jahrgangsstufe 5 mit 2 Wochenstunden. Das heißt, wir haben 54 Unterrichtseinheiten pro Schuljahr. Und im Rahmen des Schulversuchs haben wir die 12 Schulen aus ganz verschiedenen Schulamtsbezirken ausgewählt. Das heißt, Schulen, die bereits im Bereich von digitaler, ökonomischer, aber auch ökologischer Bildung ziemlich aktiv waren und das Unterrichtsfach aufgrund ihrer vorhandenen Expertisen natürlich auch maßgeblich mit weiterentwickeln können. Wir haben diese Pilotschulen besonders jetzt im Hinblick auf die Informatik aufgrund ihrer sehr ausgefeilten Medienbildungskonzepte und pädagogischen Schwerpunkte ausgewählt und darauf geachtet, dass sie auch in ganz Hessen verteilt liegen. Das heißt, wir haben zwar 15 Schulamtsbezirke und 12 Schulen, aber wir werden das aufgrund dieser Kriterien natürlich auch noch weiter ausweiten. Das ist das Ziel. Wir haben dieses Mal auf ein Bewerbungsverfahren verzichtet, werden aber im Amtsblatt März ist das jetzt geplant, ausschreiben, den Schulversuch erweitern auf weitere Schulen. Also bisher haben wir jetzt 12 Schulen mit 69 Klassen. Das sind 1.629 Schülerinnen und Schüler, die momentan an dem Piloten teilnehmen. Und wir weiten das jetzt natürlich auf die 6. Klasse aus und nehmen weitere Schulen mit ins Boot bei dem Schulversuch. Die Zustimmung der schulischen Gremien ist natürlich da Voraussetzung. Das heißt, wenn die Gremienbeschlüsse sagen, wir wollen das nicht da teilnehmen, was jetzt nicht vorkam beim jetzigen Schulversuch oder beim jetzigen Durchlauf, die wären natürlich erforderlich. Und das Unterrichtsfach wird derzeit noch nicht benotet und ist nicht versetzungsrelevant. Das wird sich natürlich ändern, wenn es in den Regelbetrieb überführt werden sollte. Momentan haben wir eine Netzwerkbildung der Pilotschulen. Die tauschen sich aus. Ich habe auch jetzt 3 Schulen gehört, die schon sich gegenseitig hospitiert haben in dem Unterricht. Unser Minister, die Hausspitze, besuchen die Pilotschulen, nehmen am Unterricht teil und die Materialien können über das Schulportal, über die Plattform getauscht werden. Wenn wir zur nächsten Folie kommen, da können wir nochmal auf die Lehrkräftefortbildung eingehen. Wir bieten Fortbildung für die Lehrkräfte während der Pilotphase an. Wir hatten zu Beginn des Piloten eine Einführungswoche in Weilburg. Da war das HPI und Herr Dengel haben die Vorlesungen gehalten. Die Lehrkräfte haben Materialien erstellt und wir haben mit der Methode des Design Thinking Workshops des HPI Materialien und die Unterrichtssequenzen entwickelt. Und jetzt ist es natürlich so, dass die Lehrkräfte die Lehrmaterialien, die sich jetzt auch noch entwickelt haben, in die Praxis mitnehmen, den Praxistest unterziehen und so natürlich maßgeblich auch das Fach mitgestalten können. Wenn wir auf die nächste Folie gehen könnten, ich habe ja Ihnen gesagt, wir haben Rückmeldungen von den Schulen bekommen und wir haben in der letzten Fortbildung einen Einstieg gewählt mit Mentimeter, mit einer Mentimeter-Abfrage und wollten so eine Feedback-Runde starten, wollten ins Gespräch kommen. Und wenn Sie sich das anschauen, wir haben die Frage gestellt, nennen Sie 3 Adjektive, die Ihre bisherigen Erfahrungen mit dem Unterrichtsfach Digitale Welt beschreiben. Und jeder, der Mentimeter kennt, weiß, dass die Antworten, die am häufigsten vorkamen, dick gedruckt oder sehr zentral postiert werden in dieser Cloud. Und da sind Adjektive wie es herausfordernd, es war spannend, kreativ, aber auch Sachen wie sehr anstrengend, konfus, holprig, neugierig waren wir. Es ist ein innovatives Fach, also Sie können es ja selbst lesen. Und wir sind besonders jetzt auf die kritischen Punkte auch eingegangen. Wir haben gefragt, wieso war es anstrengend, ist das ein bisschen konfus gewesen am Anfang für Sie. Und wir kamen dann direkt ins Gespräch und haben dann versucht, die Kritikpunkte, die von den Lehrkräften auch geäußert worden für das Fach, mit einzunehmen in die nächste Planung und werden die dann auch aufnehmen. Bei der nächsten Seite hat uns natürlich auch interessiert, welche Schülerzitate sind Ihnen im Gedächtnis geblieben? Und das fanden wir sehr eindrücklich. Es waren... Wenn Sie
Ich sehe jetzt gerade noch die alte Folie. Könnten Sie auf die nächste Folie gehen? Genau. Da sehen wir nämlich die Schülerzitate, die die Lehrkräfte uns zurückgemeldet haben. Das sind Sachen wie, oh cool, jetzt haben wir wieder digitale Welt, ich freue mich auf die nächste Woche. Und ich habe die Folie jetzt gewählt, wir haben ganz viele Antworten, weil da ein Förderstufenschüler gesagt hat, nach der Frage, was ist digitale Welt oder was ist für dich digitale Welt, er sagte, ich bin wichtig. Und die Lehrkraft hat dann auch nochmal nachgefragt, wie kommst du da drauf? Ich bin wichtig. Und er hat gesagt, ja, ich bin jetzt ganz wichtig, weil das, was mich betrifft und was ich mitteilen kann, das hat vorher noch niemand wissen wollen von mir. Und ich kann auch dem Lehrer beraten. Also das wird ganz deutlich, dass der Lehrer auch ein Lernender in diesem Fach ist, ein Lernender. Wenn wir auf die nächste Seite gehen, das sind noch mehr Zitate. Ich mag das Fach Digitale Welt. Digitale Welt ist saugeil. Ah, deshalb ist das so. Irgendeiner hat auch gesagt, ich habe an der Lego Mindstorm Meisterschaft teilgenommen und habe mich da angemeldet in irgendeinem Camp. Also ich war bisher noch nie in einem Fach so gut. Das sind jetzt so Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Aber auch, wir haben kritische Rückmeldungen bekommen und die nehmen wir auch sehr ernst und die werden eingearbeitet in die Weiterentwicklung des Konzepts. Ja, wenn wir nochmal auf die letzte Seite jetzt kommen, da kann ich noch etwas zum Ausblick sagen. Wir haben, ich habe ja vorhin schon gesagt, im nächsten Schuljahr wird der Schulversuch ausgebaut. Er wird sich in die 6. Jahrgangsstufe anschließen. Die Pilotschulen, die jetzt in dem 5. Jahrgang gestartet sind, dehnen das natürlich aus. Das Ziel ist natürlich, das neue Unterrichtsfach irgendwann mal zum festen Bestandteil der Stundentafel zu machen. Die Entscheidung über die Bedingungen einer solchen flächendeckenden Einführung wird aber jedoch erst nach der wissenschaftlichen Studie und der Evaluation getroffen werden können, weil wir natürlich nötige belastbare Daten für eine fundierte Entscheidungsfindung liefern müssen. Und daher können wir jetzt nur mal bis ins nächste Jahr denken, den Schulversuch zu erweitern. Unser Minister hat davon gesprochen, dass es auf 50 Pilotschulen ausdehnt, damit wir natürlich auch größere Rückmeldungen bekommen. Und hierzu wird es ein Bewerbungsverfahren, ein offizielles Bewerbungsverfahren im Amtsblatt geben, weil wir sehr viele Schulen haben, die sich beworben haben als Pilotschule. Und wir haben schon eine Liste und haben gesagt, also es wird diesmal ausgeschrieben, dass alle Schulen die Möglichkeit haben, sich darauf zu bewerben. Ja, das war's von unserem Vortrag. Andreas, wenn du noch irgendwas zu ergänzen hast aus deiner Sicht jetzt von den Fortbildungen, tu das gerne. Und dann. Hey, jetzt nicht. Ich habe schon mal ein bisschen durch den Chat durchgestrollt und so die zwei Hauptthemen, die ich da jetzt so ein bisschen rauskristallisieren sehe, sind auf der einen Seite, wann wird endlich richtige Informatik gemacht und auf der anderen Seite, naja, das ist doch, das machen wir doch schon immer in Informatik. Irgendwie, das finde ich so ein bisschen widersprüchlich. Da wäre es ganz gut, wenn die Fragensteller das nochmal klarifizieren würden, was, ob jetzt gemeint wird, hey, das ist keine richtige Informatik, obwohl 4 der 5 Inhaltsbereiche der Bildungsstandards abgedeckt sind, oder ob das eh schon Informatik ist, was wir die ganze Zeit machen. Also das wäre nochmal ganz spannend, wenn das die Fragenstellenden nochmal ein bisschen klarifizieren würden. Genau, und ansonsten, glaube ich, freuen wir uns jetzt einfach auf die Diskussion, würde ich sagen. Vielen Dank. Ich übergebe dann mal als erstes an Herrn Wehrheim, der die Hand gehoben hat. Und die anderen Fragen werden wir dann aus dem Chat durchgehen, beziehungsweise wer die Hand hebt, wird dann aufgerufen. Als nächstes dann der Herr Wendland. Bei mir stellt sich immer noch die Frage, warum dieses neue Fach digitale Welt heißt. Unsere Lernenden leben in einer physikalischen Welt, sie leben in einer mathematischen Welt und so weiter. Es ist allgemein üblich, dass die Schulfächer den Namen der Bezugswissenschaften haben. Die Begründung, dass jetzt mehr Aspekte der Ökologie und Ökonomie zum Tragen kommen sollen, das ist meines Erachtens sehr oberflächlich. Denn in unseren Bildungsstandards der GI und auch in den anderen Kerncurricula der anderen Bundesländer gibt es entsprechend den Empfehlungen der GI das Themenfeld
Informatik, Mensch und Gesellschaft. Und in diesem Themenfeld, das habe ich ja auch explizit reingeschrieben, werden genau diese Fragestellungen, wie sich die neuen Medien auswirken auf Ökologie oder Ökologie, natürlich zum Tragen kommen. Also es ist doch völlig klar, dass wenn es um Chips geht, muss man natürlich auch über die Fragen sprechen, warum können nur wenige Länder auf der ganzen Welt Chips herstellen und so weiter. Ich will das jetzt nicht vertiefen, aber es ist auf jeden Fall möglich, dass in entsprechenden Kerncurricula diese Fragestellungen in den Themenbereich Informatik, Mensch und Gesellschaft problemlos unterrichtet werden können. Dann nochmal etwas zu den Projekten im Informatikunterricht. Es ist doch klar, dass ein Projekt im Informatikunterricht anwendungsbezogen ist. Es bezieht sich immer auf einen Anwendungskontext. Und dieser Anwendungskontext, wo kommt der her? Der kommt aus Anwendungen in der Wirtschaft, aus Anwendungen der Ökonomie, aus Anwendungen in der Biologie oder in der Physik. Also das ist eine Sache, die in der Vergangenheit in jedem Informatikunterricht immer praktiziert wurde. Es ist also nichts Neues und es ist für mich immer noch die Frage, was spricht denn eigentlich dagegen, dieses, was Sie gesagt haben, was ich im großen Teil mittrage, Informatik zu nennen. Ja, das war so mein Beitrag. Möchte jemand vom Kultusministerium darauf direkt antworten oder Herr Dengel? Die Frage muss tatsächlich das Kultusministerium beantworten. Das kann ich nicht beantworten. Also Herr Textor, wollen Sie oder ich kann auch gerne antworten. Also ich antworte jetzt einfach mal und mein Chef kann mich dann ergänzen. Also Sie haben recht, das ist, Sie haben sehr viele Inhalte aus der Informatik in das Fach aufgenommen, aber ich würde jetzt einfach mal argumentieren aus der Sicht der Schüler. Ich habe auch einen Sohn in der 12. Klasse und als er gehört hat, digitale Welt, hat er gesagt, das ist doch Informatik. Und als ich ihm von den Inhalten erzählt habe, ich meinte, ja, es ist Informatik, aber wir haben noch andere Themenbereiche dabei. Wir hatten dann so ein Gespräch hier zu Hause und hat er gemeint, ja, digitale Welt oder Digi-Welt hört sich schon besser an. Ja, also wir hoffen uns, dass wir auch Leute oder Kinder ansprechen. Sie haben vorhin von einem Fachkräftemangel in der Informatik gesprochen, dass wir Personen und Mädchen vor allem ansprechen, die jetzt Informatik hören und sagen, oh Gott, das ist Mathematik. Ja, natürlich ist es Mathematik. Ja, aber mit diesen anderen Fächern versuchen wir natürlich, das auch ein bisschen moderner zu gestalten und ansprechender für die Schüler. Also ein Kollege wird sagen, Informatik hört sich nicht so sexy an, aber digitale Welt oder Digi-Welt vielleicht, um das jetzt mal ein bisschen anders zu formulieren. Aber ich gebe Ihnen recht, Wehrheim, natürlich ist es die Informatik, ist ja die Grundlage. Also ich möchte dazu nur noch anmerken, es geht in der Schule nicht darum, die Lernenden mit für Sie ansprechenden Schlagworte zu animieren. Und dann möchte ich vielleicht noch eine Bemerkung loslassen. Es wurde hier explizit immer auf Nachhaltigkeit hingewiesen. Der Aspekt der Nachhaltigkeit ist in unserem Bildungssystem etwas Fundamentales. Und wenn Sie das so explizit betonen, dann klingt das so, als ob die digitale Welt nur nachhaltig wäre und der Unterricht in den anderen Fächern nicht nachhaltig. Also das sollte man so nicht sehen. Herr Wendland hatte sich gemeldet. Wollen Sie dazu auch noch was ergänzen? Ja, ich würde erstmal dem Herrn Wehrheim da voll und ganz beipflichten. Und ich denke, dass ganz wichtig zu sagen ist, die Mischung, finde ich aus meiner Sicht, die passt überhaupt gar nicht, weil Ökologie, Nachhaltigkeit, das ist ein Themenbereich, ein Querschnittsthema, wo bestimmt viele andere Bereiche vielleicht sich jetzt auch auf den Schlips getreten fühlen, weil ich denke, das ist ein Ding, was man nur zusammen in vielen Fächern angehen kann und was nicht mit einem Fach in Bezug gesetzt werden kann. Das Zweite, was ich dazu sagen möchte, ist,
dass ich mich sehr daran störe, dass gesagt wurde, dass das Ganze Vorreiter bundesweit wäre. Das ist aus meiner Sicht so definitiv nicht der Fall, weil wir haben in den anderen Bundesländern, man kann als Beispiel in den Lehrplan von Mecklenburg-Vorpommern oder auch in Sachsen beispielsweise reinschauen, genau diesen Aspekt drin, nämlich dass man, wie der Herr eben schon gesagt hat, über den Bereich Informatik, Mensch und Gesellschaft da andere Themengebiete, die Informatik berühren, thematisiert. Und Sie haben ja eben auch ganz deutlich gesagt, Sie machen das in Form von Projekten. Wenn wir uns die Handreichung, jeder, der die Handreichung sieht, wird sehen, dass bei den Schlagworten in dem Spiralcurriculum kein einziges Wort auftaucht, was direkt Grundlagen der Ökonomie oder Ökologie betrifft, sondern im Wesentlichen, es sind einfach Projekte, die in Form im Informatikunterricht gemacht werden. Deshalb sehe ich da nichts Neues dran, sondern das ist im Prinzip eigentlich schon immer Teil des Informatikunterrichts und nicht nur Teil des Informatikunterrichts. Wenn wir uns Mathematikunterricht anschauen, da gibt es vielleicht eine Aufgabe, der Fliesenleger soll einen Raum über 5x4 Meter fließen, wie viel Fliesen braucht er, dann haben wir keinen Fliesenlegerunterricht, sondern dann haben wir Mathematikunterricht. Natürlich werden diese gelernten Kompetenzen auch in anderen Berufen und so weiter angewandt, keine Frage. Aber wir können doch nicht jetzt nur, weil wir uns aus didaktischem Hintergrund bestimmten Themengebieten vielleicht auch in gewissen Jahren mal stärker zuneigen, dann sagen, dass das jetzt ein anderes Fach ist. Das ist in dem Fall einfach nicht richtig und vor allen Dingen nicht neu bundesweit. Herr Humbert hatte sich gemeldet, er wäre jetzt der Nächste. Ja, danke schön. Also ich denke, viele der Punkte, die ich sagen wollte, sind bereits adressiert worden. Ich habe aber noch mal ein paar organisatorische Fragen. Die habe ich auch im Chat schon mal angetriggert während der Dokumentation der vorbereiteten Folien. Ich habe den Eindruck, dass nicht deutlich wird, was bei Ihnen überhaupt eine qualitative Studie ist. Da hätte ich gerne schon noch etwas genauere wissenschaftliche Hintergründe zu. Ich bin als Informatikdidaktiker natürlich daran interessiert, dass solche Forschungsprozesse auch wirklich valide durchgeführt werden. Und da so ein paar Äußerungen von Schülern zu nennen, ist sicherlich nett für so einen Vortrag, aber das ist keine qualitative Studie. Der andere Punkt, wie sind die Lehrkräfte vorbereitet worden? Haben die alle Fakultas in Informatik? Und haben sich dann Ökonomie und Ökologie als zusätzliche wissenschaftliche Qualifikationen draufgeschafft? Und wenn ja, wann haben die das gemacht? Also ich frage mich, wenn ich so etwas fordere in einem Fach, praktisch drei Fachkontexte zu adressieren, dann müssen die Lehrkräfte für alle drei Fachkontexte fachlich vorbereitet werden mit einem Hochschulstudium. Und wir haben doch große Probleme, überhaupt Informatiklehrkräfte zu rekrutieren, weil natürlich die Bezahlung im öffentlichen Schulsystem so hinterliegt und wir bis heute es nicht geschafft haben, Informatiklehrkräften, sagen wir mal, doppelt so viel zu bezahlen, wie sie andere Lehrkräfte bekommen. Da steht die Gewerkschaft und vom VBE ist auch jemand da, sicher gleich sofort Ante Portas und haut auf mich drauf. Aber wenn wir Leute haben wollen, dann können wir froh sein, wenn wir informatikkundige Fachlehrkräfte kriegen und die jetzt auch noch zusätzlich in Biologie zu qualifizieren und auch noch in Wirtschaft, also sprich Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft zu qualifizieren, halte ich für ein Ding der Unmöglichkeit. Und dann verkommt Bildung zu Drill. Dann werden nämlich nur noch Projektmaterialien benutzt im Unterricht. Ich habe es erlebt. Ich bin 40 Jahre Informatiklehrer gewesen in Nordrhein-Westfalen. Ich habe es erlebt, wie nicht vollständig qualifizierte Kolleginnen und Kollegen ihre liebe Mühe hatten, mit dem sogenannten Stand der Informatik Schritt zu halten, weil sie keine grundlegenden Qualifikationen im Fach hatten. Und ich kann nur ganz, ganz herzlich darum bitten, dass Sie diesen Schulversuch sofort beerdigen und ein anständiges Schulfach Informatik machen und versuchen, dafür Lehrkräfte zu qualifizieren. Und dass das klappt und dass die Mädchen kommen, ist völlig klar. Wir haben es in Nordrhein-Westfalen erlebt, da ist das Pflichtfach jetzt eingeführt worden und zwar erfolgreich eingeführt worden. Es ist also nicht so, als ob es nicht geht. Und die Projekte, die man machen kann, können auch ökologische und ökonomische Aspekte umfassen, aber selbstverständlich.
Danke. Ich möchte jetzt gern dem Kultusministerium bzw. Professor Dengel die Möglichkeit geben zu antworten, bevor ich dann den nächsten Teilnehmer, der sich gemeldet hat, aufruft. Frau Reul, Herr Dengel, Sie sind dran. Also die Mentimeter-Abfrage ist natürlich nicht die wissenschaftliche Begleitung, das ist klar. Das wollte ich Ihnen nur als O-Ton der Lehrkräfte zurückgeben und auch der Schülerinnen und Schüler. Wir haben über die Hessische Lehrkräfteakademie eine Evaluation der Pilotschulen beauftragt und Professor Dengel wird mit der Uni Frankfurt das Schulfach wissenschaftlich begleiten. Zu der Evaluation kann ich sagen, die startet jetzt im März an den Pilotschulen und wir haben gemeinsam mit in dem zuständigen Referat, die festgelegt, was erörtert werden muss oder was festgestellt werden muss. Da könnte ich jetzt noch einen ganzen Abend füllen, um Ihnen den Evaluationsbericht hier vorzustellen. Aber das wird natürlich begleitet und unsere wissenschaftliche Begleitung ist von der Uni, also von Professor Dengel dann auch gegeben und der LA, der Lehrkräfteakademie. Das war jetzt nicht die wissenschaftliche Begleitung, sondern ich wollte Ihnen einfach den Originalton der Lehrer und Lehrerinnen und der Schülerinnen und Schülerinnen mal aufzeigen. Das ist klar. Aber jetzt gebe ich gern an den Herrn Dengel weiter. Genau. Ja, Ludger, danke auch für den Kommentar. Du hast recht, wir stehen jetzt genau wie jedes andere Bundesland bei der Einführung des Fachs Informatik vor genau dieser Herausforderung, dass wir einfach viel zu wenig qualifizierte Lehrpersonen haben, die das Fach unterrichten können, dass die jetzt auf irgendeine Art und Weise nachqualifiziert werden müssen. Das stimmt. Und wir haben wie jedes andere Bundesland auch das Henne-Ei-Problem. Was muss zuerst da sein? Die Lehrpersonen, die das Ganze unterrichten können, oder muss zuerst das Fach da sein? Das ist genau das entsprechende Problem hier. Und ich meine, wir versuchen es jetzt mit diesen Fortbildungen, aber tatsächlich langfristig, das wurde auch schon abgeklärt, langfristig ist eben gewünscht, dass die neuen Lehrpersonen, die nicht durch dieses Nachqualifizierungsprogramm durchgehen, also die neuen Lehrpersonen, die digitale Welt unterrichten dürfen, die brauchen eine Fakultas im Fach Informatik eben tatsächlich. Noch zu dem zweiten Kommentar, den du meintest, würde mich noch interessieren, weil du meinst, es wäre sinnvoll, diesen Schulversuch zu beenden. Okay, vielleicht möchte jemand aus dem Ministerium übernehmen. Es ging, glaube ich, darum, die Frage, ob der Schulversuch beendet werden soll, wie Herr Humbert sagte. Jetzt ist, Sie waren gerade weg, Herr Dengel. Sie müssten jetzt die Frage mit dem Schulversuch beenden und dann hat die Verbindung abgebrochen. Na gut. Also wie weit ging es noch? Sie wollten gerade fragen, du hast gesagt, den Schulversuch beenden und dann hat es gehakt. Genau, Ludger, du meinst, wir sollten den Schulversuch am besten beenden, aber ich würde ganz gerne einfach mal in die Runde fragen, was genau stört an den Inhalten des Fachs. Abgesehen vom Namen, ich spreche jetzt nur von Inhalten. Ich habe immer wieder im Chat gelesen, hey, Informatik ist immer interdisziplinär. Wir haben immer wieder Bezugspunkte zu anderen Fächern, auch zu Ökonomie und Ökologie. Was genau stört an den Inhalten des Fachs? Was daran ist nicht informatisch? Das ist so ein bisschen meine Frage auch in die Runde. Vielleicht magst du gleich darauf reagieren, vielleicht auch Matthias, du. Ja, ich kann es gerne nochmal wiederholen. Mich stört an dem Fach, dass da Elemente miteinander verheiratet werden, die jeweils eine Fachausbildung brauchen, und zwar für drei Fachkontexte. Informatik, Ökonomie und Ökologie. Wenn man das fordert, muss man die Lehrkräfte für all diese drei Bereiche ausgebildet haben. Sonst kann man dieses Fach nicht verantwortlich mit Schülerinnen und Schülern umsetzen. Das ist der entscheidende Punkt. Aus dem Ministerium meldet sich ein Kollege. Herr Textor? Ja, vielleicht da nochmal zu ergänzen. Erst einmal haben wir ja neben der Goethe-Universität auch noch das Hasso-Plattner-Institut, dann als Partner hier auch in dem Bereich. Und wir sind da natürlich im Diskurs und so wie hier sehr stark auch betont wird, die Eigenständigkeit auch von Informatik, ist es zum Beispiel, digitale Elemente, anwendungsbezogen, das wissen wir ja alle, wird es auch zum Teil auch unterschiedlich gesehen. Ich will nochmal darstellen, auch nochmal, das sind drei eigenständige Fächer. Ich war einige Jahre auch Schulleiter einer integrierten Gesamtschule in Hessen, bin ursprünglich Deutsch-Geschichtslehrer und DATS und integrierte Gesamtschulen in Hessen, immerhin 106, die haben das Fach Gesellschaftslehrer.
Und da sind wir ehrlich gesagt in den 70er Jahren ja schon auch eingestiegen. Auch dort hatten wir Diskussionen, Geschichte, Erdkunde, Biologie zu verbinden. Aber es ist gelungen, dann in dem Bereich. Und auch Gesellschaftslehre wird seit über 30 Jahren an hessischen Schulen jetzt natürlich nicht nur von Lehrkräften unterrichtet, die dann alle drei Fakultas dann haben. In der Regel eine Fakultas, da muss man darauf achten, dass es da ist, weil da haben wir natürlich noch andere Herausforderungen. Aber natürlich, Professor Dengel hat es dargestellt, das wäre übrigens dann auch bei der normalen Informatik, machen wir uns auch nichts vor, die riesige Gretchenfrage, wie bekommt man dann auch die Massen an Lehrkräften dann hier in dem Bereich, um auch die Qualität, die Sie ja auch fordern, zu sichern. Da machen wir uns auch nichts vor. Und mein Kollege, Herr Horst Kötter, der ja zuständig ist für die Lehrkräfteakademie, kann das vielleicht nochmal mit der Qualifizierung auch in anderen Fächern, sei es in der Berufsschule, nochmal mit Beispielen zu unterfüttern, dass wir natürlich nicht immer auf eine vollumfängliche Qualifikation setzen können. Vielleicht da ergänzend dazu, weil Herr Texler es gerade angesprochen hat. Also Herr Dengel hat ja schon darauf hingewiesen, und das ist uns ja allen gemeinsam hier bekannt, dass wir Informatiklehrkräfte, grundständig ausgebildete Informatiklehrkräfte, die aus der ersten, zweiten Phase, also sowohl Studium als auch im Vorbereitungsdienst in dem Fach haben, das ist ein Fakt, da müssen wir nicht, glaube ich, darüber diskutieren. Wenn das so ist, haben wir in Hessen unterschiedliche Qualifizierungswege, um Personen mit einem Lehramt oder auch mit einem anderen berufsqualifizierenden Abschluss zu qualifizieren. Wir adressieren in diesem ersten Schritt zunächst Lehrkräfte, die an Schulen sind, eben an den Pilotschulen, die eine der Bezugsdisziplinen weitestgehend als Qualifikation mitbringen, um hier eine fachliche Absicherung auch sicherstellen zu können, und werden dann über Fortbildungsmaßnahmen in allererster Linie hier erstmal in den Pilotversuch oder sind wir mit Fortbildungsmaßnahmen im Pilotversuch hineingegangen. Zukünftig, und das ist unsere Gesamtstrategie, wenn es bei der Qualifizierung von Lehrkräften geht, ist unser erstes Prä, grundständig ausgebildete Lehrkräfte zu qualifizieren. Wenn wir die Lehrkräfte auch in anderen Bereichen nicht in dem Maße quantitativ vorhalten können, geht es darum, sogenannte Quereinstiegsmaßnahmen auf den Weg zu bringen. Das sind Weiterbildungsmaßnahmen bzw. Quereinstiegsmaßnahmen, um Personen mit einer nicht lehramtsbezogenen Qualifikation in das Lehramt hineinzubekommen. Und dann gibt es weitere Möglichkeiten, Lehrkräftebedarf abzudecken, Unterstützungsmaßnahmen von nicht ausgebildeten Lehrkräften, wie wir das auch machen, sodass wir hier in Hessen, und da sind wir sehr stolz drauf, unsere Lehrkräfte gut unterstützen, wenn sie an Schule tätig sind, und wir sie mit dem nötigen Fachwissen so versorgen, dass sie auch in der Schule den Unterricht qualitativ hochwertig auch erteilen können. Zweifelsfall ist es so, und das ist ja auch kein Geheimnis, dass wir nicht immer die Quantitäten vorhalten können in Informatik, die wir da im Augenblick brauchen. Deshalb müssen wir hier auch andere Qualifizierungswege auch setzen. Ich will darauf direkt mal etwas anmerken. Ganz kurz, Otto, hat sich also eigentlich der Herr Hoffmann schon seit längerem gemeldet, aber ich denke eigentlich, dass die Meldung vom Herrn Wendland, vom Herrn Wehrheim und vom Herrn Humbert zu diesem Thema waren. Deswegen würde ich diese Meldung gerne jetzt behandeln und übergebe an dich. Otto, du bist dran. Gut, danke. Also ich kenne diese ganzen Ausbildungs- und Fortbildungswege des Landes Hessen sehr gut, weil ich ja genau in diesem Bereich tätig war. Zur Situation an den Gymnasien in der Sekundarstufe 1 ist anzusagen, das weiß ich, weil ich ja an der gymnasialen Oberstufe am Fachabitur mitgearbeitet habe. Die Gymnasien sind in der Sekundarstufe 1 mit ausgebildeten Informatiklehrkräften sehr gut ausgestattet. Sehr gut ist vielleicht das falsche Wort, aber ein oder zwei sind fast an jedem Gymnasium vorhanden. Ich habe selbst also auch als Gymnasialausbilder im HR-Bereich ausbilden müssen. Auch da gibt es den originären Studiengang mit ersten und zweiten Staatsexamen. Also all diese Dinge gibt es,
Und Sie haben es, Herr Bechter, ja auch erwähnt, es gibt die Lehrerweiterbildungsmaßnahmen für die Seiteneinsteiger. Das verfolge ich natürlich auch mit sehr großem Interesse, weil ich einer derjenigen war, der zuerst die Lehrerweiterbildung durchgeführt hat in Hessen. Ist alles richtig und gut, aber ich erwarte eigentlich von dem Ministerium, wenn man jetzt so ein Problemfeld erkannt hat, was ja eigentlich gar nicht stimmt, denn das ist ja schon lang eigentlich bekannt, da müsste man mit ganz anderen Mitteln viel stärker forcieren, dass es verstärkte Lehrerweiterbildung gibt. Nicht nur ein Durchgang im Jahr und viele Ablehnungen. Ich kenne eine ganze Menge von Lehrkräften, die sich mehrfach bemüht haben, in eine solche Lehrerweiterbildung hineinzukommen. Außerdem, denke ich, müsste eine große Initiative gestartet werden, um das originäre Informatikstudium, das Lehramtsstudiengang Informatik, den Lehramtsstudiengang Informatik zu fördern an den Unis. Da muss Werbung betrieben werden, und zwar ziemlich massiv, wenn man die jetzige Situation verbessern will. Das habe ich also noch eines dazu anzumerken gehabt. So kann es nicht weitergehen. Herr Wendland? Ja, ich hätte ja auch nochmal eine Frage. Das war sehr unspezifisch, wie diese Ausbildung oder Weiterbildung von den Lehrkräften für dieses neue Schulfach stattfinden soll, weil aktuell, zumindest sind das meine Informationen, korrigieren Sie mich da bitte, wenn ich da falsch liege, wurden die Lehrkräfte 6 Tage lang weitergebildet für die komplette Klasse 5. Und diese Weiterbildungen waren sowohl, wie Sie eben schon gesagt haben, Vorlesungen als auch Übungscharakter. Und wenn man jetzt mal vergleicht, wenn jemand in beispielsweise Informatik, und da ist ja nicht nur Informatik in dem Schulfach drin, sondern Sie haben ja gesagt, da wäre auch noch Ökonomie und Ökologie drin. Wenn das jemand normalerweise studiert, dann studiert man 6 bis 7 Semester. Und ja, für mich wäre eigentlich, und ich glaube für die gesamte HRPI, für die ich ja letztendlich spreche, wäre eigentlich, glaube ich, wichtig zu wissen, wie ist denn das geplant? Weil wenn das bei diesen 5 bis 6 Tagen bleibt, dann glaube ich, hat hier jeder eigentlich große Bauchschmerzen damit, weil ich glaube, jeder weiß hier, wie komplex das Thema Informatik allein ist oder die ganzen Unterthemengebiete. Und dafür 5 bis 6 Tage, ist für mich, ich weiß überhaupt, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie diese Informatiklehrkräfte oder diese Lehrkräfte, die digitale Welt unterrichten, momentan das Fach unterrichten, weil, soweit ich weiß, sind viele fachfremd, also zumindest informatikfremd, die an diesem Projektversuch teilnehmen. Ich würde gerne noch dem Herrn Professor Dengel und Frau Reul die Möglichkeit zur Gegenrede bieten. Als nächstes kommt dann Herr Hoffmann dran. Okay. Frau Reul, Herr Dengel. Ich wollte jetzt eigentlich lieber direkt an Herrn Hoffmann geben. Aber okay, Herr Hoffmann, Ihres ist eine neue Frage, oder? Ich verkünde ewige Werte. Ich kann auch noch warten. Okay, gut. Ich kann einfach ein bisschen was zu den Fortbildungen sagen, wie das Ganze bis jetzt abgelaufen ist. Also wir hatten bis jetzt vierteljährlich weitere Fortbildungen. Also quasi wir hatten einmal diesen Auftakt mit dieser Fortbildungswoche eben. Dann nochmal einen so einen Catch-up-Termin, wo sich die ganzen Lehrpersonen dann nochmal virtuell getroffen haben. Und jetzt dann ist für März/April ein weiteres Präsenztreffen eben geplant. Das ist uns absolut klar, dass natürlich das kein grundständiges Informatik-Lehramtsstudium ersetzen kann. Und auf der einen Seite wird natürlich gefordert, okay, dieser Schulversuch soll möglichst schneller eingeführt werden. Informatik soll sofort als Schulfach eingeführt werden oder auch digitale Welt sofort als flächendeckendes Schulfach mit Benotung und so weiter. Auf der anderen Seite haben wir aber natürlich genau dieses Problem. Wir haben nicht genügend ausgebildete LehrerInnen, die das eben unterrichten können, weswegen wir auf diese Weiterqualifizierungsmaßnahmen eben angewiesen sind. Und eben das ist im Moment ist das diese On-the-Go-Lösung. Wir versuchen vierteljährlich die Lehrpersonen weiter zu qualifizieren, damit das Schulfach auch qualitativ hochwertig unterrichtet werden kann. Ich meine, ich spreche von meiner Seite natürlich vor allem für
die informatische, also für den informatischen Anteil in diesem Schulfach, dass das eben dann wirklich qualitativ hochwertig in die Schulen weitergetragen werden kann. Aber das ist natürlich diese große Balance, die wir irgendwo treffen müssen. Auf der einen Seite, wir wollen das Schulfach flächendeckend einführen, ja, auf der anderen Seite, wir müssen aber dafür auch die Lehrpersonen irgendwie nachqualifizieren und das Studium attraktiver machen. Hier war auch die Frage im Chat, das wurde auch vorab geklärt, die Lehrpersonen, die das dann ohne eine Weiterqualifizierung unterrichten, müssen Informatik auf Lehramt studiert haben. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Ja, Herr Hoffmann, Frau Rolls, Entschuldigung. Ja, Frau Rolls, Sie dürfen noch. Vielleicht drankommt. Ich kann vielleicht noch ergänzen, die Lehrkräfteakademie hat ihr Fortbildungsangebot dahingehend auch erweitert, für die digitale Welt ganz viele Angebote gemacht. Also sie nennt das nicht digitale Welt, weil das natürlich für alle Lehrkräfte offen ist, aber gerade der Medienbildungsbereich wurde da massiv erweitert in den Fragen. Und deshalb gebe ich gleich an Herrn Hoffmann weiter, weil er meldet sich schon so lange. Ich würde gerne da noch mal einhaken. Nein, da haken Sie doch gerne noch mal ein. Einer nach dem anderen, ne? Nur ganz kurz. Ich würde nur gerne eine letzte Frage dazu stellen, weil Sie haben sie nicht beantwortet. Also mir ging es darum, dass jetzt aktuell vielleicht die Situation schwierig ist. Das mag vielleicht sein, ja, dass nicht genügend Lehrkräfte dabei sind. Obwohl ich denke, für den Schulbesuch wäre das mit Sicherheit gegangen. Aber was ist denn die Perspektive? Also stellt man sich jetzt vor, dass man digitale Welt in Zukunft nur noch mit der Fakultas Informatik unterrichten darf? Oder stellt man sich vor, dass man weiterhin bei diesen 6 Tagen Fortbildung bleibt und dann und dadurch die Berechtigung erwirbt, digitale Welt zu unterrichten? Oder also es geht nicht um jetzt, sondern was ist die Perspektive? Was ist 2025 oder 2027? Also wenn man die Studierendenzahlen an der Uni Frankfurt sieht, wie der Professor Dengel das berichtet hat, ergänze mich gern, aber ich glaube, du hast 5, 6 Studierende, dann ist es klar, dass wir von jetzt auf eben nicht sofort alles Informatiklehrer einstellen können, Herr Wendland. Okay, sind wir dazu hingegangen, dass wir ganz viele Lehrkräfte angesprochen haben. Das sind in unserem Fachgebiet digitale Welt jetzt Informatiklehrkräfte, das sind aber auch Mathematiklehrkräfte, Gesellschaftswissenschaftler, die sehr digital affin sind, die sich da reinarbeiten, auch programmieren können, um das jetzt einfach mal so darzustellen, also die wirklich in dem Bereich der Digitalisierung schon Kenntnis haben. Das sind jetzt keine, die noch nie was mit Digitalisierung am Hut hatten, sondern sind Schulen, die Lehrkräfte, die an ihren Schulen sehr viel digital auch in anderen Fächern gearbeitet haben, sehr, also vielleicht nicht Informatik unterrichtet haben, aber Medienbildung in ihren Fachbereichen durchgeführt haben. Und das sehr erfolgreich. Herr Hoffmann. Ja, schönen guten Abend allerseits. Meine Verwunderung nimmt zu. Das, was man digitale Welt nennen könnte, ist in etwa den letzten 40 Jahren entstanden. Und diese digitale Welt ist mittlerweile omnipräsent. Und das kann man daran erkennen, dass etwa das Smartphone der bei weitem wichtigste Besitzgegenstand fast aller Menschen ist, inklusive Grundschüler. Und ich bin deswegen sehr verwundert, weil plötzlich der Kompetenzerwerb in der digitalen Welt wieder einmal heruntergebrochen wird auf einen Informatikunterricht und das alte Paradigma, die Schüler müssen das Programmieren lernen. Das war vor 40 Jahren auch schon Quatsch. Eigentlich ist es so, wie wenn Sie jetzt hier Kompetenz im Straßenverkehr dadurch vermitteln wollen, indem Sie den Schülern beibringen, wie man als erstes Mal ein Rad wechselt und ein Auto repariert und wie ein Elektroauto funktioniert. Es geht einfach darum, dass Sie den Schülern Hilfestellungen geben müssten, wie bestimmte Phänomene in dieser digitalen Welt bewältigt werden müssten. Wer verdient mit was Geld? Wer betrügt wen? Was ist der neue Anstand? Und das ist eben nicht getan, indem Sie ihnen beibringen, wie Sie ein Flussdiagramm malen und irgendetwas in irgendeiner Programmiersprache irgendwo ein Makro tippen. Sondern es geht wirklich darum, dass es darum geht, sich in dieser neuen Welt zurechtzufinden. Und dafür braucht es einen Beitrag.
Und ich sehe mit großer Sorge, dass dieser Beitrag von der Schule nicht geleistet wird. Wir lernen den Schülern eher den Zitronensäurezyklus auswendig als einfachste Mechanismen. Und dann fallen die in die nächste Falle. Dann wollen wir Digitalunterricht durchführen, etwa per Online. Und als erstes läuft das Konto leer, weil einfachste Mechanismen, wie zum Beispiel ein Online-Dienst seine Rechnungen stellt und wie der Service abgerechnet wird, nicht bekannt sind. Und ich hatte große Hoffnung, als es hieß, da wird digitale Welt unterrichtet, dass es wirklich darum geht, Schülern eine Hilfestellung zu geben, sich in dem, was ich mal die digitale Provinz genannt habe, zurechtzufinden. Stattdessen wieder eine entsetzlich technisch orientierte Debatte. Plötzlich geht es wieder mal darum, alle werden Programmierer, alle müssen irgendwie im Silicon Valley wohnen, aber um eine Bewältigung der Lebenswirklichkeit kümmert sich wieder einmal niemand. Möchte das Kultusministerium oder Herr Dengel dazu Ihre Position darstellen? Textor hier in dem Bereich, das ist ein interessanter Beitrag jetzt gewesen. Sie haben eigentlich genau das beschrieben, was ja die große Intention auch dieser Überlegung ist. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, aber wissen Sie, das Problem ist, es ist seit 40 Jahren so. Ich war damals, ich kann mich noch gut daran erinnern, in meiner Abiturklasse 1980 im Odenwald hatten sie einen Schulcomputer beschafft. Großer Widerstand im Lehrerkollegium, um Himmels Willen, dieses neumodische Zeug. Naja, und dann haben wir damals angefangen, so in Basic zu programmieren. War ja ganz nett. Und in der Folge habe ich sogar mal Informatik studiert. Auch ganz nett. Aber das ist nicht nur der Lebenswirklichkeit zum Beispiel der Kindergeneration, wie ich sie auch bei meinen eigenen Kindern tagtäglich erlebe. Es ist einfach, Entschuldigung, es ist schlicht und ergreifend so, diese digitale Welt ist ultra, ultra omnipräsent. Sie könnten genauso gut Auswirkungen der Schwerkraft lehren. Da ist überhaupt kein Weg mehr dran vorbei. Und stattdessen kommen Sie wieder mit, immer wieder geht es um dieses klitzekleine, wir müssen programmieren lernen. Nein, das müssen Sie nicht. Das müssen Sie als Letztes. Sie müssen erstmal Auto fahren lernen und dann können Sie erstmal lernen, wie man das Auto repariert. Herr Dengel? Also vielleicht von mir auch dazu kurz eine Rückfrage. Also da kann ich tatsächlich einem Kultusministerium zustimmen. Das ist ja genau die Intention hinter diesem Fach. Und das ist ja eigentlich auch genau der Grund, warum man jetzt hier so angefeindet wird. Was Anwendungskompetenz im Informatikunterricht? Wie kann das sein? Ja, da müssen Sie es aber auch machen. Entschuldigung, da müssen Sie es wirklich machen. Da müssen Sie es wirklich hingehen und mal sagen, wir brauchen so etwas wie zum Beispiel die ökonomischen Strukturen der Internetwirtschaft. Das wäre spannend. Sie müssten den Leuten mal erklären, welche Mechanismen da wirken. Wer bitte, ich habe es vorhin so gesagt, wer verdient mit was Geld? Wer bietet aus welchem Grund welche Produkte an? Und wie bitteschön stellen wir uns als Konsumenten, als Investoren, als mündige Bürger zu diesen Phänomenen? Das wäre das Spannende. Natürlich können Sie auch auf abstrakter Ebene einsteigen und erstmal die 17 Nachhaltigkeitsziele referieren. Können Sie gerne machen. Aber die konkrete Schülerwirklichkeit wird zum Teil, ich weiß, es ist eine soziologische Todsünde, von der eigenen Familie auf andere zu schließen. Ich weiß. Trotzdem, Entschuldigung, es sind Alltagsphänomene, von denen ich hier zu berichten weiß. Und diese Alltagsphänomene werden nicht adressiert, wenn Sie den Leuten irgendwelche Techie-Sachen beibringen. Und ich darf das so sagen, weil ich, wie gesagt, selbst mal Informatik studiert habe. Also ich sehe die Notwendigkeit davon, allerdings nicht in der fünften Jahrgangsstufe. In der fünften Jahrgangsstufe, ich unterrichte aktuell auch in einer fünften Jahrgangsstufe und das größte Problem dort ist erstmal, wie bediene ich eine Tastatur? Das ist das allergrößte Problem. Wenn es noch nicht aufgefallen ist, die meisten Geräte haben keine Tastatur mehr. Es war die große Errungenschaft des tastaturlosen Smartphones, das überhaupt erstmal zu einer geschlechterneutralen Informatikbenutzung geführt hat. Die Tastatur ist ein typisch männliches Device. Als die Tastatur weg war, plötzlich haben alle möglichen Leute in der Gesellschaft dieses Teil benutzt. Schon mal aufgefallen? Richtig, aber wenn wir Informatikunterricht auch in einer Tiefe machen wollen, dann können wir nicht bis zur 12. Jahrgangsstufe mit blockbasierten Sprachen arbeiten? Nein, Sie müssen viel früher anfangen. Entschuldigung, das Phänomen, von dem ich rede, betrifft bereits Grundschüler, schon im Kindergarten. Schon im Kindergarten haben Kinder selbstverständlich mittlerweile ein Smartphone. Und wenn sie keins haben, sind sie Gegenstand von gegenseitigem Mobbing und Hänseln. Guck mal, der Karl dahinter, der hat nicht mal ein Smartphone. Wie sieht denn der aus? So. Und dieses Phänomen, das wird in unserer Schule viel zu spät adressiert.
Und dann kommt es auf dieser Techie-Ebene. Und wie gesagt, vergleichen Sie es bitte mit, wann hat der Schüler ein Fahrrad, wie muss er es im Straßenverkehr zurechtfinden und wann muss er lernen, wie man meinetwegen ein Tretlager wechselt. Das muss er erstmal nicht. Er muss erstmal fahren lernen. Und diesen Aspekt, den vermisse ich wirklich in der bisherigen Diskussion. Da müsste man, glaube ich, nochmal gucken. Frau Reul, wollten Sie noch was ergänzen? Aber genau erstmal, also quasi genau nicht einsteigen damit, wie mache ich irgendwelche digitalen Transaktionen, wer verdient mit was Geld, welche Gefahren lauern bei, keine Ahnung, PayPal oder sonst was, sondern dass wir wirklich genau dieses Fahren lernen, den Blick unter die Motorhaube, dass man durch so ein Verständnis für die digitale Welt, für alle Geräte, für alle Informatiksysteme, dass man dadurch eben dann mündig wird und sich das den Rest dann in höheren Jahrgangsstufen aneignen kann. Wie gesagt, digitale Welt ist ja Klasse, Jahrgangsstufe 5 und 6. Das darf man nicht aus den Augen verlieren. Okay. Frau Reul, bitte. Ich wollte dich jetzt nicht vordrängen, ich möchte nur direkt dem Herrn Hofmann antworten. Wir haben ja für die Grundschule ganz viele Projekte jetzt aufgelegt. Also wir haben den Digitaltrag Hessen, da lade ich Sie gerne mal ein, da programmieren und nicht nur programmieren, sondern lernen die Kinder direkt von Anfang an digitale Tools kennen. Sie sehen, was ist ein Algorithmus zum Beispiel, aber ganz klein, ganz die Basics. Und wir fangen ganz früh an, oder wir haben verschiedene City-Geo-Maps, da laufen die mit dem Handy halt durch die Stadt und lösen Mathematikaufgaben. Das sind die Dinge, die Kinder auch ansprechen in dem Alter. Und also wir haben ganz Gamification. Viele... Gamification ist das. Ist das Thema, da gebe ich Ihnen ganz recht, Herr Fieke. Aber ich lade Sie wirklich mal ein, den Digitrack zu besuchen. Der ist fährt momentan wieder durch Hessen und da sehen Sie, dass wir wirklich von Anfang an auch in der Grundschule am Werk sind. Ich würde jetzt gerne an Herrn Helmig abgeben, der sich als Erster in der Reihenfolge gemeldet hat. Herr Helmig? Ja, ich muss mal Herrn Hofmann ein Kompliment machen. Der hat gerade meinen Blutdruck getriggert. Und deswegen, ich möchte mal darauf reagieren. Also Informatikunterricht, guter Informatikunterricht hat zwei Aufgaben, wie jedweder Unterricht auch. Nämlich aufs Leben vorbereiten, indem ich ganz klar irgendwelche Dinge tun kann. Und zum Zweiten, indem ich auch die Welt ein Stückchen besser verstehe. Niemand hinterfragt doch den Physikunterricht, warum wir da was über Atome lernen und Elektronen und Protonen, obwohl niemand damit im Alltagsleben rumjonglieren kann. Das ist einfach wichtig, damit ich, Olle Goethe lässt grüßen, erkennen kann, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und so ist das auch in der Informatik. Um zu verstehen, was um mich herum passiert, was andere Leute mit uns machen, muss ich ein Verständnis haben, dass man nicht unmittelbar sozusagen jetzt in irgendeine Tätigkeit bringen kann. Das klang mir alles ein bisschen sehr nach BWLisierung der Schule. Da war so, waren gleich ökonomische Aspekte dabei. Alles richtig, alles gut. Aber das reicht nicht, wenn ich Schülerinnen und Schüler nachhaltiges Wissen, das heißt, mit einer großen Halbwertszeit auch irgendwo beibringen möchte. Und nochmal auf den Hinweis mit der Tastatur. Wenn ich den Rechner, und ob der Rechner nun Smartphone heißt oder Tablet oder wie auch immer, als Unterhaltungsgerät brauche, brauche ich keine Tastatur. Wenn ich aber anfangen möchte, in Würde darauf zu arbeiten, zu produzieren, dauert es nicht lange und ich habe eine Tastatur. Und wenn das wirklich männlich ist, dann würden wir hier zementieren, dass Informatik nur eine Männerwissenschaft ist. Und da gibt es erfreulicherweise genug Beispiele, dass das nicht so sein muss, wenn man Mädchen früh ernsthaft heranführt, indem man Mädchen auch als Informatikerinnen ernst nimmt. Und ich habe so das Gefühl, durch diese, wir machen das mal ein bisschen bunt, ist das so eine positivisierte Form der Diskriminierung von Mädchen. Und ich glaube, da tun wir den Mädels keinen Gefallen, weil die sind nämlich genauso gut wie die Jungs. Also,
Im Durchschnitt sind Mädchen übrigens besser. Das sieht man an der Handschrift der Klausuren typischerweise. Ich sage das immer, im Durchschnitt völlig klare Sache, Mädchen sind klüger als Jungs. Also um Himmels Willen, wir brauchen jetzt keine Geschlechtsdebatte. Ich stelle nur fest, dass sozusagen der Geschlechts- und altersneutrale Durchdringung der Bevölkerung mit dem Informatikmittel Smartphone wesentlich dem Umstand geschuldet zu sein scheint, dass die Tastatur weggefallen ist. Weil der BlackBerry war es noch nicht, by the way. Also es gab im Chat vorhin eine Aussage, dass in der Schule, die eine MINT-Schule ist, dass sich da im Endeffekt die Mädchen quasi sehr stark für das Thema Informatik interessieren würden. Aber halt, so wie ich es verstanden habe, ich finde den Beitrag gerade im Chat nicht, halt das Angebot nicht da ist. Also dass sie kommen, so nach dem Motto, bauen Sie einen Bahnhof, dann kommen die Leute und fahren Zug. Ja, und hier stellen Sie Informatik bereit, dann kommen die Schüler und wollen es lernen. Aber ich denke, der Nächste in der Reihenfolge war der Herr Friedrich. Herr Friedrich, darf ich Sie bitten? Hallo, ja. Zwei Anmerkungen. Wir kommen ja in eine sehr, komplexe Debatte. Wir können sicher darüber diskutieren, ob man unbedingt ein Smartphone im Kindergarten braucht. Und wir können darüber diskutieren, wie man didaktisch bestimmte Dinge mit digitalen Werkzeugen unterrichtet und wo man vielleicht auch sinnvollerweise fürs Verständnis analoge Werkzeuge und analoge Gegenstände braucht. Mir geht es darum, dass diese Frage der digitalen Welt eigentlich wirklich die Welt betrifft, sprich alle Fächer. Und wenn Sie sich in der deutschen Bildungslandschaft umschauen, auch an lehrerbildenden Universitäten, dann werden Sie feststellen, dass es dort seit Jahren schon begonnen hat, dass man Grundlagen zur Digitalisierung, zur informatischen Bildung auch in anderen Lehramtsfächern, die damit erstmal nichts zu tun hat, auch ausbildet. Und hier ist, glaube ich, der wesentliche Punkt, was man immer mit der digitalen Welt meint, dass man glaubt, dass man das alles mitmachen muss. Dann führt es wieder dazu, dass der Deutschlehrer sagt, ja, das macht ja das Fach digitale Welt. Nein, er muss selber auch was tun. Und über die ethischen Fragen muss auch im Fach Gemeinschaftskunde oder wie das halt in jedem Bundesland irgendwie anders heißt. Wir haben ja nun unser schönes hexadezimales Bildungssystem, wo alles ein bisschen anders geht. Trotzdem braucht es ein Fach, was sich mit den Grundlagen der digitalen Welt auseinandersetzt. Und wenn man mal überlegt, warum gibt es überhaupt Schulfächer, ein Pädagoge hat das vor Jahren mal beschrieben, dann ist es die Frage, gibt es einen Gegenstand, der für sich steht und mit dem sich andere Fächer nicht befassen? Und gibt es Denk- und Arbeitsweisen, mit denen sich andere Fächer nicht befassen? Und beides muss man für die Informatik bejahen. Und warum nennen wir es dann nicht Informatik und tun nicht so, als würden wir jetzt die ganze Welt damit erschlagen? In der Physik kümmere ich mich auch darum, Lutz Helmich sprach es eben an, wie das in der Gesellschaft wirkt. Und auch die Mathematik kümmert sich um Fragen der gesellschaftlichen und ethischen Auseinandersetzungen und Fragestellungen dort und nimmt ihre Beispiele aus der Motivation des Ganzen. Ich glaube, dass man hier einfach schauen muss, wie man das Ganze gestaltet. Die zweite Frage, die ich aber noch habe, ist, sind bei den Materialien, die jetzt erarbeitet wurden, mal inhaltliche Analysen gemacht worden in anderen Bundesländern? Denn es gibt ja den Informatikunterricht nun schon überall und es gibt die Erfahrungen und es gibt die Analysen, es gibt Studien, die über das Niveau und über die Grundlagen da Aussagen machen mit Tausenden von Schülern. Ich glaube, da kann man ein bisschen was rausnehmen und immer wird man feststellen, es braucht die Basics. Es braucht die Basics und nichts anderes. Und Herr Hofmann, entschuldigen Sie bitte, aber man kann Informatik und Informatikunterricht, schauen Sie sich die Curricula an, nicht mehr auf Programmierung von vor vielen Jahren reduzieren. Dort sind vielleicht Fehler gemacht worden in den 80er Jahren. Aber heutzutage, wenn Sie da Informatikunterricht angucken, wenn Sie die Curricula angucken, dann deckt das die Breite ab. Und diese Breite braucht es aber auch auf einer fachlich-sachlichen, soliden Grundlage. Bitteschön auf dem Niveau der jeweiligen Schüler, ob es nun in der 5. oder in der 10. oder in der 12. Klasse ist. Danke. Vielen Dank, Herr Friedrich. Herr Röhner, bitte.
mich hat vorhin beim dem, was Herr Hofmann gesagt hat, auch gestört, dass er das sehr stark die Diskussion gesehen hat auf das Programmieren bezogen. Das habe ich weder in den Audiobeiträgen noch in den Chatbeiträgen eigentlich gelesen. Und es ist auch klar, dass die heutige Informatik, die heutige Informatikkonzeption und der Informatikunterricht, wenn er denn gegeben ist, viel breiter einfach aufgestellt ist. Da geht es um Information und Daten, da geht es um Informatiksysteme, bei denen insbesondere auch die Vernetzung eben eine Rolle spielt. Und das ist natürlich auch ein entscheidender Bereich, der für das Verständnis wichtig ist, dass man weiß, welche Konzepte eben bei der Vernetzung eben mit einer Rolle spielen. Denn das Internet ist das zentrale Element, mit dem wir uns in der Informatik eben auseinandersetzen müssen, weil alle möglichen Anwendungen heute darüber halt laufen. Es geht aber auch natürlich um Algorithmen, es geht um Informatik, Mensch und Gesellschaft und um Automaten und formale Sprachen. Wenn man sich da einen Bereich halt beispielsweise mal herausgreift, zum Beispiel den Bereich der Datenbanken, dann ist klar, dass wenn es eben um datenbasierte Anwendungen in der Informatik eben geht, so wie das ja auch Herr Hofmann vorhin eben mit angesprochen halt hat, dann muss das eben im Unterricht, im Informatikunterricht auch entsprechend aufgearbeitet werden. Da setzt man sich eben mit Grundkonzepten von Datenbanken auseinander, wie man eben auf Tabellen eben arbeiten kann. Das setzt natürlich voraus, dass man entsprechende Zeit im Unterricht zur Verfügung hat, um so das zu überarbeiten, damit die Schülerinnen und Schüler da entsprechende Kompetenzen eben erwerben können. Und dazu reicht natürlich etwas in 5 und 6 nicht aus. Wenn Hessen tatsächlich eben vom letzten Platz bundesweit wegkommen will, dann braucht es ganz klar eben eine Strategie, bei der eben auch ein Informatikunterricht über 5, 6 hinaus eben mit angeboten wird. Wir wissen, dass viele Bundesländer diesen Schritt gemacht haben, dass viele Bundesländer eben einen verbindlichen Informatikunterricht eben eingeführt haben. Ich frage mich, wann ist Hessen eigentlich so weit, dass auch diese Sache angegriffen wird und wir letzten Platz dann auch verlassen können? Vielen Dank. Ich würde jetzt gerne noch die letzte, Herr Dengel, wahrscheinlich die Chance zur Gegenrede geben, beziehungsweise im Kultusministerium und danach noch die beiden letzten Meldungen und den Herrn Wendland. Der hat anscheinend seine Meldung zurückgezogen, oder? Dann bitte nochmal die Hand. Er hat gerade die Frage gestellt, die ich auch stellen wollte. Okay, perfekt. Also ich möchte dann nochmal kurz diese letzten Personen nehmen und dann würde ich versuchen, eine Zusammenfassung zu formulieren und darauf dann nochmal eine Antwort des Kultusministeriums erbitten. Und dann würden wir die Session für heute beenden. Aber Herr Dengel, bitte Ihre Gegenrede. Genau. Was heißt Gegenrede? Es ist eigentlich eher nur die Beantwortung der Frage, ob wir uns an den Curricula der anderen Bundesländer orientiert haben. Zum einen, ja, natürlich haben wir uns die Curricula der anderen Bundesländer angeschaut. Ihre DITEM hat hier auch unterstützt, unter anderem. Was wir aber durchaus auch gemacht haben, ist, dass wir uns nicht nur die anderen Bundesländer, sondern auch die Nachbarländer angeschaut haben, wo ja jetzt das wirklich gang und gäbe ist, dass man Fächer einführt, die breiter sind als die reine Informatik und auch eben Anwendungskompetenzen und die Wirkungen auf Individuen und Gesellschaft und Umwelt mit reinbeziehen. Also Medien und Informatik in der Schweiz, digitale Grundbildung in Österreich. Und das haben wir uns natürlich auch maßgeblich angeschaut. Und auch trotz der ganzen Beiträge hier verstehe ich immer noch nicht so ganz, was die inhaltliche Kritik an dem Fach ist, außer des Namens. Daher, wie gesagt, also wir haben uns sehr stark an diesen Curricula orientiert und auch von meiner Seite natürlich nochmal die Bestärkung. Ich hoffe natürlich auch ganz stark, dass nach einem solchen Vorbereitungsfach, was viele Aspekte mit einbezieht, dann ab der Mittelstufe ein Pflichtfach Informatik kommt. Also das ist natürlich auch mein Wunsch tatsächlich. Genau, aber das einfach nur nochmal als Antwort auf die Frage, haben wir uns denn überhaupt angeschaut, was die anderen Bundesländer so machen? Ja. Herr oder Frau Gerhard, bitte. Gerhard Schmidt, hallo. Ich bin hier ich bin Eltern oder Vater von 2 Mädchen an einem hessischen Gymnasium
und habe jetzt so, die sind jetzt 6. und 8. Klasse, mit Schrecken festgestellt, dass die ohne eine Stunde Informatik in Hessen Abitur machen können. Deswegen engagiere ich mich jetzt mal hier für das Thema und ich höre raus, wir haben alle das gleiche Interesse und sehen die gleiche Notwendigkeit, dass unsere Kinder informatisch gebildet werden, weil mit Informatik die Wertschöpfung der Zukunft verdient wird und damit unsere Renten und ihre Pensionen bezahlt werden sollen. Jetzt mal die Frage Richtung Kultusministerium. Wie kriegen wir denn jetzt mal PS auf die Straße? Ich höre jetzt von einem Piloten von 12 Schulen. Ich weiß, anscheinend ist der Teilnehmer aus dem Call geflogen. Jupp. Dann würde ich an Herrn Setale weitergeben, bitte. Dankeschön. Ich habe auch ganz kurz noch eine Frage, jetzt gar nicht so sehr zu den Ausbildung, sage ich mal, von den Lehrkräften, sondern tatsächlich auch zu der ganzen Struktur. Also ich bin selbst in Hessen an einer Schule. Wir versuchen auch immer wieder Informatik mit einzubauen. Es gibt ja praktisch nichts in der Stundentafel. Das heißt, wir versuchen auch immer irgendwie was zusammenzukratzen, dass wir irgendwie was für die Schülerinnen und Schüler einfach machen können, weil wir es so wichtig finden. Mir geht es wie dem Herrn Gerhard, der auch sagt, man kann ein ganzes Schulleben hier verbringen, ohne eine Stunde Informatik erlebt zu haben. Und das ist irgendwie, deswegen finde ich es auch so schön und so wichtig, dass das Thema jetzt in den Fokus kommt und dass es mit den digitalen Welten jetzt geschehen soll. Zu den Inhalten kann ich noch gar nichts sagen, der Dengel hat schon recht, weil mir auch tatsächlich das Curriculum da fehlt. Ich habe jetzt mal geguckt, ich habe jetzt keins gefunden. Ich sehe die Oberbegriffe, die Themen, die behandelt werden, deswegen fehlt mir da der Vergleich. Ich selbst habe in Bayern studiert, war in der Realschule und da bin ich ganz froh, dass es wirklich von der 7. Klasse an bis zur 10., aber halt da auch nur in der Realschule verpflichtend Informatik gibt. Am Gymnasium ist es ähnlich, da gibt es Wahlfächer und das war es dann leider schon. Deswegen finde ich das gut, dass es jetzt mal in den Fokus kommt. Wie gesagt, die Lehrerausbildung ist die eine Sache. Wie sieht es denn mit der technischen Ausstattung aus? Ich weiß, vielleicht können Sie da auch schon was dazu sagen, Frau Reul, ob es da irgendwie, Informatik kann ja nur stattfinden, wenn man auch die Ausstattung hat. Wir haben seit 4 Jahren, warten wir auf den Digitalpakt. Der ist in den Löchern, aber es passiert nichts. Wir haben die Hausaufgaben gemacht, alles ist abgegeben. Aber wie gesagt, wir warten noch immer auf technische Ausstattung. Und ohne die ist auch ein Fach digitale Welten halt schlecht möglich. Also wir haben einen Computerraum, der ist wieder super ausgestattet. Der andere hängt sich ständig auf. Und an Tablets ist gar nicht zu denken. Also wie sieht es denn da aus? Ist da irgendwas am Laufen? Weil ohne das sehe ich auch das Fach Digitale Welten eigentlich kaum umsetzbar. Soll ich da vielleicht direkt drauf antworten? Oder, ja, wäre die... Wäre Sie noch, Herr Wehr? Ja. Nee, Herr Wehr, also, machen wir dann nach Ihnen, nach Ihrer Antwort. Also zur Ausstattung lässt sich ja sagen, wir haben den Digitalpakt. Da haben wir 3... Chargen, also den Support, wir haben die Ausstattung, wir haben die Lehrerendgeräte angeschafft und wir haben auch die Gelder verausgabt. Das heißt, die werden über die Träger, also die Träger schaffen ja die Geräte an den Schulen an. Hessen hat da neben den Bundesgeldern auch noch aufgestockt, 50 Millionen Euro und die Schulen sind, also es ging erstmal in die WLAN-Ausstattung an Schulen, aber auch in digitale Endgeräte und die Schulen oder die Träger wurden damit ausgestattet. Wenn Sie mir vielleicht im Nachgang noch Ihre Schule nennen, kann ich Ihnen auch gern dann im Privatchat nochmal schreiben, wie die Schule ausgestattet ist. Das müsste ich jetzt nachlesen natürlich, aber das kann ich gerne machen. Aber generell sind die Schulen durch den Digitalpakt sehr gut ausgestattet worden. Natürlich liegt es auch ein bisschen an dem Träger. Das ist natürlich auch unterschiedlich, wie da die Ausstattung ist. Aber das, wenn Sie mich anschreiben im privaten Chat, kann ich gerne Ihnen da auch eine Rückmeldung geben. Herr Gerhard ist wieder im Call. Ich würde ihn bitten, seine Frage zu wiederholen, da er ja vorhin abgebrochen war, anscheinend aus dem Call rausgeflogen ist. Wie bin ich aus dem Call rausgeflogen? Ja, man hat Ihre Frage leider nicht gehört. Sie haben angefangen mit der Frage und dann hat es aufgehört. Wenn Sie die gerade noch bitte nochmal wiederholen würden.
Ja, wann kriegen wir denn PS auf die Straße? Wir haben ja alle das Interesse, jetzt Informatik an die Schulen zu bringen. Es gibt hier ein paar dogmatische Unterschiede in der Runde, aber im Grunde wollen wir unseren Schülern ja Informatik beibringen, weil es in unser aller Interesse ist und die Quelle für Wertschöpfung und unsere Renten der Zukunft ist. Also, liebes Kultusministerium, liebe Frau Reul, von top ausgestattet kann ich bei uns nicht sprechen. Am Rande. Aber wie kriegen wir jetzt hier gemeinsam mal Druck auf den Kolben und nicht nur auf den nicht nur auf die Tute? Was sind die nächsten Maßnahmen? Ja, vielleicht dann gerade an dieser Stelle, Frau Reul hat es ja beschrieben, dass wir ja zunächst einmal, das haben auch rechtliche Gründe im Übrigen auch, dass wir diesen Schulversuch dann ausweiten und sozusagen auch die Einführung eines Faches ist, und sag mal mit Verlaub, da bin ich ziemlich froh, wir haben demokratische Strukturen. Das ist natürlich noch ein langer Weg. Also das muss man ehrlich sagen, weil wir Beteiligungsrechte haben von Personalräten, LEB, Landeselternbeirat. Da gehen wir in die Diskussion. Und deswegen muss gerade das, was wir jetzt hier eigentlich in 2 Jahren machen, das muss sehr fundiert sein. Und dann, sage ich mal, ist es auch noch natürlich abhängig von der politischen Entscheidung. Geht man diesen Weg, weil... Schaut man sich nochmal an, wir haben zwar jetzt seit einigen Jahren auch übergreifende Zusammenführungen wie Bayern, Natur und Technik, Natur und Wirtschaft. Das sind ja alles noch so Bereiche, die 2 Komponenten reinsetzen, aber vielleicht nicht in der digitalen Welt 3. Aber das ist ein, das muss man sehen, noch ein auch ein langer Weg. Das wird nicht von heute auf morgen sein. Das heißt, nächstes Jahr werden wir da nicht verpflichtend sein. Aber wir werden den Versuch ausweiten und alles da tun auch. Und wenn uns die Rückmeldung, die uns im Moment übrigens bestätigen, das dann auch wiederergeben, auch weiterhin, dann wird natürlich dann auch mit pragmatischen Lösungen gesucht, dass wir vielleicht dann auch schon viel, viel weiter ausweiten können, als wenn wir jetzt Curricula erstellen, weil so ein Prozess, der dauert schon 2 Jahre allein. Das muss man realistisch sehen. Ich will noch mal eins, auch ein bisschen noch mal die Debatte versachlichen. Auch, wo haben wir denn überhaupt auch Informatik? Es ist ja natürlich auch aus Ihrer Sicht vollkommen nachzuvollziehen, dass Sie Informatik als Pflichtfach fordern. Aber schaut man auch mal in anderen Ländern rein, das kann ich natürlich auch in meiner Rolle ein bisschen verhaltener sagen, aber sicherlich ist in den Ländern auch die Informatik dann auch unterschiedlich ausgestaltet, sei es eine doch stärkere Medienkunde, die einen programmieren. Das ist schon auch unterschiedlich und im Übrigen können Sie auch davon ausgehen, auch die Länder, die das drauf haben, die haben auf ihren Stundentafel verpflichtend, die haben natürlich nicht überall dann auch Informatik Fakultas drin. Das muss man auch festhalten. Das haben wir in Hessen. Wir haben in der Oberstufe, wir haben ja im Chat jetzt eben auch das Curriculum für die gymnasiale Oberstufe gesehen. Wir haben zum Beispiel 143 gymnasialen Oberstufen. Dort wird Informatik als Grundkurs gewählt. Das sind Pi mal Daumen 50% unserer Oberstufen. Immerhin. Das heißt, diese Möglichkeiten geben wir. Aber natürlich ist es freiwillig. Das muss man sehen. Und zu Ihrer Frage, wir schauen uns gerade in 5 und 6, das hat Herr Dengel ja auch angesagt, da schauen wir uns die Erfahrung aus, weiten es aus. Und dann, wie es weitergeht, ist einerseits eine politische Entscheidung. Die kann weder Frau Reul, Herr Hauskeuter noch ich hier vornehmen. Als auch natürlich eine Beteiligungsfrage nachher, auch Landeselternbeirat, wie gehen wir da weiter vor? Also das als Antwort. Und vielleicht noch abhängig auch von dem, was wir als Evaluation erheben, wissenschaftlich begleitet. Das sind Punkte, weil wir uns eben gerade in einem neuen Feld bewegen, brauchen wir diese validen Informationen auch, um dann vernünftig strukturierte und gut begründete Entscheidungen treffen zu können. Das nochmal als Abschluss dazu. Vielen Dank. Der Herr Wehrheim als letzter Teilnehmer noch und danach würde ich gerne versuchen, eine kurze Zusammenfassung mit einem Statement noch vom Kultusministerium und Herrn Dengel zu verbinden. Und danach würden wir die Veranstaltung für heute schließen. Otto? Ja, ich habe öfter in den Zeitungen gelesen, dass der Kultusminister die Entwicklung verschlafen hat. Dazu möchte ich aber anmerken, dass das eigentlich nicht stimmt.
sondern der Kultusminister hat vor 4 oder 5 Jahren Kerncurricula entwickeln lassen, einen Entwicklungsprozess, der über 3 Jahre ging, für die Hauptschule, für die Realschule und für das Gymnasium. Die Entwürfe lagen in den Schubladen des HKM. Und die Entwürfe wurden extern von 2 Universitäten begutachtet und für gut gehalten. Ich frage mich ja jetzt, warum kommt dann jetzt auf einmal die digitale Welt, wobei doch die ganzen Kerncurricula tatsächlich in den Schubladen des HKM lagen. Vielleicht gibt es da noch eine Antwort drauf. Also die Kerncurricula für den Wahlunterricht am Gymnasium und Wahlpflichtunterricht am Gymnasium. Ich habe ja eben die Oberstufe nur genannt. Wir haben ja auch hunderte von allgemeinbildenden Schulen im Sek-1-Bereich, aller Schulformen, wo es angeboten wird. Die sind ja drin. Die haben wir. Das meinte ich nicht. Und dann sind 3 Curricula für alle 3 Schulformen, die ich eben erwähnt habe, entwickelt worden. Ich kann das sagen, weil auch einige, die hier anwesend sind, daran beteiligt waren. Und es war auch betreut worden, wurde auch betreut von der Universität Frankfurt. Und und die wurden extern begutachtet und sie sind ja im Auftrag des Kultusministers erstellt worden und lagen dann in den Schubladen. Und dann habe ich gedacht, naja, das wird noch ein bisschen dauern. Und auf einmal kam dann die Bombe mit der digitalen Welt. Also ich wollte das einfach nur mal anwagen, weil ich das auch als Ausbilder so mitbekommen habe. Und das hat mich dann schon ein bisschen verwundert, weil so viele Ressourcen da hineingesteckt wurden und es dann einfach an den Schubladen des Ministeriums irgendwie liegen geblieben ist. Vielen Dank. Ich würde jetzt gerne versuchen, zusammenzufassen, was ich im Chat getan habe, beziehungsweise hier so der Tenor, mein Verständnis des Tenors ist, im Chat beziehungsweise die Teilnehmer scheinen alle der Meinung zu sein, dass das Thema Pflichtinformatik so früh wie möglich in Hessen zu etablieren ist. Der Informatikmonitor zeigt ja, dass einige andere Bundesländer und jetzt sogar Nordrhein-Westfalen ab dem nächsten Schuljahr Pflichtinformatik einführen, auch von früheren Klassen, also ab Klasse 5 zum Beispiel. Ja, ja, schon eingeführt beziehungsweise einführen. Und dass das in Hessen und in Bremen, aber da kümmern wir uns heute nicht drum, halt fehlt. Und wir würden halt gerne vom Kultusministerium eine Roadmap, einen Plan, eine Vision haben, bis wann wir in Hessen mit einer ähnlichen Ausstattung rechnen können, mit einem Fach Informatik oder digitale Welt. Speziell, weil auch das Digitalministerium jetzt Hessen zum Silicon Valley machen möchte und führend in Deutschland, Europa positionieren möchte. Das geht halt nur mit entsprechend ausgebildeten Mitarbeitern. Und Mitarbeiter braucht man natürlich auch für das Unterrichten des Fachs Informatik. Wie sieht Ihr Plan aus, jetzt außer jetzt dann diese Erprobung, diesen Feldversuch, um ein paar Schulen zu erweitern, sondern wirklich dann landesweit Pflichtinformatik in der so früh wie möglich Klassenstufe einzuführen? Können wir dafür noch ein abschließendes Statement haben? Und dann würde ich gerne die Veranstaltung für heute beschließen. Also ich glaube, das hat die Diskussion ja auch gezeigt. Erstmal danke ich für die vielfältigen Rückmeldungen. Für uns ist der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen und auch mit Fachvertretern wichtig. Deshalb haben wir uns heute hier auch die Zeit genommen, um mit Ihnen in sehr intensiven Austausch zu gehen und freuen uns über die vielfältigen Rückmeldungen. Dargestellt haben wir, dass wir hier ein neues Fach über
das wir ja gesprochen haben und wo es auch unterschiedliche, und das nehmen wir auch wahr, unterschiedliche Meinungen zu gibt. Und das ist, glaube ich, bei jeder Innovation, die man versucht, auch immer so, dass wir einen neuen Weg bestreiten, den wir vernünftig wissenschaftlich begleitet beschreiten wollen. Insofern, wenn Sie nach einer Roadmap fragen, ist das der, ich glaube, der dritte oder vierte Schritt vor dem ersten. Wir gehen die Schritte, wir evaluieren und wir erproben etwas, was neu ist. Und hier braucht es einfach auch, um dann vernünftige weitere Ableitungen und Rückschlüsse zu führen, dann die Erfahrung, die wissenschaftliche Begleitung und auch die Evaluation, um hier die weiteren Schritte zu planen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir selbstverständlich in Szenarien denken. Aber bevor wir nicht vernünftige, belastbare Daten vorliegen haben, können wir jetzt auch nicht sagen, welches Szenario wir im Nachhinein dann gehen werden, weil wir uns hier schlichtweg die Daten fehlen, um hier eine verbindliche Aussage, und ich verstehe Sie da vollkommen, als Fachverband würde ich das genauso auch an das Kultusministerium adressieren. Ich bitte hier einfach um Verständnis, dass wir hierzu erstmal diese Aussage nicht hier öffentlich machen können. Seien Sie gewiss, dass wir verschiedene Szenarien denken. Die sind aber abhängig davon, wie sich das Fach in der Evaluation letztendlich entwickeln wird. Vielleicht auch noch mal ergänzen, weil wir immer auch dann so ein bisschen am Informatikmonitor gesprochen haben. Wenn Sie die FAZ vom 12. Januar 2023 dann auch lesen, dort ist formuliert dann auch, die meisten Bundesländer bieten Informatik entweder nur als Wahlfach, nur in kurzen Einheiten oder gar nicht an, weist die Analyse aus vom Deutschen Stifterverband, die sich aus Daten aus einer Erhebung der EU-Kommission stützt. Nur Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen stechen mit einem mindestens zweijährigen verbindlichen Informatikunterricht insofern positiv heraus. Also dass das auch schon ein bisschen differenzierter in den Ländern zu betrachten ist. Wie gesagt, schauen Sie sich einen Artikel vom 12.01.2023 an. Da sehen Sie das. Da werden aber genau Ihre Forderungen auch nochmal formuliert, dass es natürlich sinnvoll ist. Das muss man auch sehen. Nur wir versuchen gerade mit der digitalen Welt genau die Themenbereiche, die auch die Informatik vertritt. Und es ist nun mal da auch der Schwerpunkt. Ich will auch sagen, es gibt auch Kräfte, die sagen, kümmert euch mal ein bisschen mehr dann auch um Ökologie und Ökonomie, noch stärker da. Aber wir haben eine ganz klare Botschaft, dass hier der Schwerpunkt auf die informatische Grundbildung dann auch liegt. Ja, dann kann ich mich eigentlich nur anschließen, was meine Kollegin und mein Kollege dann auch gesagt haben. Vielen Dank. Ich möchte mich speziell beim Hessischen Kultusministerium bedanken, dass Sie sich unseren Fragen gestellt haben. Ich möchte Professor Dengel gerne danken, dass er heute uns auch hierbei unterstützt hat. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Und wir werden sehen, wie sich das nächste Jahr dahin entwickelt. Und vielleicht machen wir eine Folgeveranstaltung, wo Sie dann freudenstrahlend verkünden, ab 2025 gibt es in ganz Hessen Pflichtunterricht in Informatik ab der ersten Klasse. Aber wenn wir ja noch träumen dürfen. Dann wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Abend. Und die Aufzeichnung bzw. die Folien werden dann in diesem Termin auf der Webseite der Gesellschaft für Informatik Rhein-Main im Archiv zukünftig zu finden sein. Vielen Dank und noch einen schönen Abend.